Vor 10 Jahren erschien der Film Unter Paragraphen. Er zeigte die Innereien der Strafjustiz an einem Beispiel, bei dem ein Richter die Rechte der Angeklagten völlig missachtete, aber dabei selbst dann am Ende unter die Räder geriet. Der Film zeigte auch, wie Mensch sich am besten vor Gericht verteidigen kann. Wer über den Film Unter Paragraphen entsetzt war, muss wissen, das geht noch viel schlimmer. Die Justiz selber ist das Verbrechen an der Menschlichkeit. Unter Paragraphen 2 zeigen wir ein Beispiel aus dem Landgericht Braunschweig. Und das ist dort kein Einzelfall, insbesondere mit der Richterin Petra Bock-Hamel, deren seltsame Verhandlungsführung von der Gerichtspräsidentin als beeindruckend bezeichnet, eigentlich nichts mehr an Rechten für Angeklagte übrig lässt. Die dürfen in ihren Prozessen gar nichts mehr. Und sich überhaupt zu Wort zu melden, ist schon sowas Ähnliches wie Majestätsbeleidigung. Das Folgende ist dabei die Kurzfassung des Filmes. Pausen sind herausgeschnitten, auch einige Sachen ganz weggelassen. Vor allen Dingen aber alles, was sich wiederholte, nur 1 bis 2 Mal hier enthalten. In Wirklichkeit passierte das alles viel häufiger. Fall 1 spielt am 6. März. Es ist die Berufungsverhandlung zu einem Prozess über eine Abseilaktion über der A39 in der Nähe von Wolfsburg. Die erste Instanz hatte vor dem Amtsgericht Helmstedt stattgefunden und war auch selbst recht spektakulär. Die Angeklagten und ihre Laienverteidigis hatten ein kleines Theaterstück zum Parkplatzbau aufgeführt und dann im Prozess war es ziemlich lustig, dass der Nötigungsvorwurf verworfen wurde und stattdessen auf gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gesetzt wurde. Also ganz umgekehrt, wie Gerichte bei anderen Abseilaktionen über Autobahnen handeln. Daran ist schon gut zu sehen, wie willkürlich das alles ist. Vor dem Landgericht Braunschweig fand dann die Berufungsverhandlung statt, aber sie kam nicht zum Ende, weil in dieser Verhandlung die Richterin derart absurd abging, dass am Ende die Angeklagten im Kerker saßen, zudem einige Zuschauer auch dort eingesperrt waren und der Prozess nicht mehr weitergeführt werden konnte. Er muss also noch wiederholt werden. Der zweite Fall ist wesentlich belangloser. Bei einer Fahrraddemo ärgerte sich der Polizeichef von Wolfsburg über einen Mitradelnden und schnauzte ihm aus dem Auto heraus an. Dieser meinte zu ihm, so jedenfalls die Aussage des Polizeibeamten, »Ach, fahr weiter, Alter!« Und das hagelte eine Beleidigungsanzeige. In der ersten Instanz am Amtsgericht Wolfsburg musste die beleidigte Leberwurst gar nicht erscheinen und verurteilt wurde trotzdem. Und da der Angeklagte das nicht auf sich sitzen lassen wollte, kam es auch hier zur Berufung am Landgericht Braunschweig, diesmal am 22. Mai 2023. In beiden Fällen war die Richterin Bock-Hamel als vorsitzende Richterin der Strafkammer zuständig. Und in beiden Fällen passierte etwas sehr Ähnliches und völlig Absurdes. Für beide Verhandlungen erließ die Richterin eine Sicherheitsverfügung, die jeden Terrorismusprozess in den Schatten stellte. Vollkontrolle am Haupteingang, kaum Gepäck kam durch und dann nochmal eine Sonderkontrolle direkt vor dem Verhandlungssaal. Und im zweiten Fallbeispiel richtig mit Schuhe ausziehen, reingucken, also einer Körperkontrolle bis auf die Haut. Alles wurde weggenommen, was irgendwie nicht zum Prozess dazugehörte. Der Angeklagte durfte nicht einmal seine eigene Strafprozessordnungskommentar mit reinnehmen und auch ein Journalist musste seine Schuhe ausziehen und durfte seine Kamera nicht reinnehmen, obwohl das vorher genehmigt war. Er war ortsbekannt, aber hier zeigte sich, dieses Gericht hat richtig viel Angst, selbst bei einem simplen Beleidigungsprozess. Thank you.
es befindet sich noch Öffentlichkeit. Wir nehmen bitte zu Protokoll die Angeklagte. Der Angeklagte. Und der Angeklagte erhoben sich trotz Aufforderung nicht beim Eintreten des Gerichts. Ich wiederhole die Aufforderung, erheben Sie sich bitte. Erhoben sich die Angeklagten erneut nicht. Nein, Sie lassen mich ja nicht zu Wort kommen. Es ist deutlich zu hören, sie eröffnet das Hauptverfahren. Und das führt gleich zu der ersten Absurdität, denn sie wird später behaupten, das Hauptverfahren noch gar nicht eröffnet zu haben. Aber so weit sind wir noch nicht. Denn als erstes folgt jetzt eine kleine Aktion und das Gericht rennt panisch aus dem Saal. Autobahn gebaut! Autobahn sind wichtig! Wollen Sie das für die Leitung machen? Haben Sie was für eine Autobahn? Das war zwar erst der kleine Anfang, aber es folgte jetzt erstmal eine fast 10-minütige Pause. Diese nutzten die Angeklagten für eine weitere Inszenierung. Hervorragend. Also die Autobahn, die finde ich natürlich eher flop. Ne? Die Autobahn muss weg. Aber so eine fragile Autobahn. Die Autobahn ist echt flop. Autobahn flop. Die Friedensfuhr geht. Autobahn top. Top, top. Die Pause währte recht lange, aber mittendrin kam einmal die Richterin rein und verkündete, wann es denn weitergehen würde. Sie sagte, wann es weitergehen würde. Offensichtlich war ihr klar, dass es schon begonnen hatte. Sie können gerne fürs Klima kämpfen und machen und tun, aber so ein paar soziale Ideen gibt es und die werden hier auch heute einführen. Also mit so Krawall. Leute, so 10 Uhr haben wir dann weiter und bis 10 Uhr kann jeder, Sie bleiben hier im Saal, Sie können das entscheiden als Zuhörer und ab 10 Uhr machen wir dann weiter. Danach kam das Gericht wieder rein, mokierte sich wieder über die nicht aufstehenden Leute, sprach dann aber, was völlig korrekt ist, von der Fortsetzung der Hauptverhandlung, um später, als es der Richterin besser passte, zu behaupten, sie hätte das Verfahren noch gar nicht eröffnet. Bei Eintritt des Gerichts erhoben sich sämtliche Angeklagte erneut nicht, trotz Aufforderung. Das ist gar keine Aufforderung. Ich bitte zu protokollieren. Die Angeklagte gestört durch Zwischenrufe, bevor die Vorsitzende die einleitenden Sätze gesagt hat und verweist auf einen Antrag, den sie gestellt wurde. Ich werde jetzt, so sehen Sie die Formalien vor, das ist die Strafprozessordnung, die habe ich nicht gemacht. Vorher darf ich gar nichts entgegen, weil ich noch nicht mal die Sitzung eröffnet habe. Sie geben mir die Gelegenheit dazu nehmen. Anträge können erst entgegengenommen und bearbeitet werden, wenn eine Sitzung offiziell eröffnet ist und stattfindet. Jetzt stört der Gradl aber auch durch Zwischenrufe. Sie haben die Sitzung doch vorher eröffnet. Auch im zweiten Verfahren am 22.05. begann die ganze Geschichte mit einer Komik. Ich eröffne die Sitzung in dem Berufungsverfahren und treffe den Angeklagten Jörg Berschle. Wir nehmen bitte zu Protokoll. Bei Antritt der Kammer stand der Angeklagte am Fenster und schaut aus dem Fenster. Das war schon mal gleich ein echter Bockhamel. Sie wird auch später immer noch unglaubliche Kleinigkeiten im Protokoll notieren lassen, relevante Vorgänge wie die Versuche, Anträge zu stellen, aber nicht. Interessant ist aber noch, sie erkennt den Angeklagten eindeutig, behauptet nämlich, dass genau der Angeklagte am Fenster steht. Offensichtlich ist er ihr bekannt. Das wird sie später anders darstellen, also lügen. Gerichtsverfahren sind keine Quasselbuden, keine Diskussionsrunden, kein Podium, keine Fishbowl, sondern eine sehr, sehr ungleiche Art, aneinander vorbeizureden. Für die Angeklagten und die Verteidigung ist das wichtigste Recht, Anträge stellen zu können. Und zwar Anträge aller Art. Zum Ablauf des Prozesses, Anträge ganz einfach für eine Pause,
ein Fenster zu öffnen, aber auch vor allen Dingen die Anträge, die strafprozessual von Bedeutung sind. Ein scharfes Schwert sind die Beweisanträge. Gegen das Gericht und dessen Voreingenommenheit richtet sich der Befangenheitsantrag. Und manche Anträge müssen zu ganz bestimmten Zeiten gestellt werden. Doch die Richterin Bock-Hamel hat da ihre ganz eigenen Vorstellungen. Sie hat in beiden Verfahren deutlich mitgeteilt, dass es gar kein Recht der Angeklagten gäbe, Anträge zu stellen, sondern nur dann, wenn das Gericht es erlaubt. Und das würde sich auch vorbehalten, wann die Anträge zu stellen sind. Und die Anträge, die nach der Strafprozessordnung zu bestimmten Zeitpunkten gestellt werden müssen, hat es dann auch gar nicht beachtet. Insofern hat das Gericht, das das Antragsrecht der Angeklagten fast auf Null reduziert hat, auch insgesamt faktisch die Rechte der Angeklagten auf Null zurückgefahren. Und ich werde zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt die Gelegenheit geben, Anträge zu stellen. Zu jedem Zeitpunkt. Wir werden uns die Anträge anschauen und das wird jetzt nicht sein. Sie kennen die Strafprozessordnung, die vielleicht erklären Sie mal die Strafprozessordnung, dass Anträge erst gestellt werden. Ich kann es nicht ändern, ich habe die Strafprozessordnung nicht gemacht. Ich darf. Dann würde ich da noch einen Antrag anschließen, und zwar würde ich auch gerne den... Das wird gerade noch weiter fortgeführt und das Rederecht hat die Vorsitzende. Ich habe einen Antrag, den kann ich die ganze Zeit stellen. Ich stelle gerade einen unaufschiebbaren Antrag. Anträge werden vor der Feststellung der Personalien nicht entgegengenommen. Ja, das ist Anträge das. Werden erst dann entgegengenommen, wenn die Vorsitzende es zulässt. Kennen Sie nicht die Strafprozessordnung? Der Antrag ist ja die... Sie wollen ja ein ordentliches Verfahren. Und das ich will vor allem einen unaufschiebbaren Antrag stellen. Ein Herr stört die Personalienfeststellung. Versuch einen Antrag zu stellen. Wir nehmen bitte zum Protokoll. Das ist jetzt auch keine Störung, sondern ich habe ein Anhörungsrecht. Ich habe ein Anhörungsrecht im Stress. Wenn Sie mir ein Ordnungsgeld androhen, dann habe ich das Recht, angehört zu werden. Anträge werden überhaupt erst gestellt und entgegengenommen, wenn alle Personalien, die auf der Anklagebank sitzen, Personen durch sind. Das sind die Strafprozessordnungen zuvor. Sie können sich heute Abend ein bisschen damit beschäftigen und schauen, ob Sie irgendwo einen Abschnitt finden, der es anders darstellt. Dann können Sie einen Aufsatz schreiben, der würde uns alle sehr interessieren. Das war nicht nur eine Falschaussage hinsichtlich der Strafprozessordnung, sondern auch eine Lüge hinsichtlich ihres weiteren Verhaltens. Denn nach der Feststellung der Personalien durfte man natürlich auch keine Anträge stellen. Nach § 374 Absatz 1 Strafprozessordnung gilt die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens bekannt wie folgt. Gegen jeden der drei Angeklagten erging am 21.09.2021 ein Strafbefehl des Amtsgerichts Helmstedt. Die Sitzungsleitung und den Gang des Verfahrens, wie es hier läuft, habe ich. Okay. Anträge werden noch nicht entgegengenommen. Wo steht das bitte? Aus dem Paragraph vorlesen, bitte. Erklärungen werden derzeit nicht entgegengenommen. Sie werden zu einer geeigneten Stelle, und zwar noch rechtzeitig, die Gelegenheit bekommen, Anträge, Gesuche und Erklärungen anzubringen. Rechtzeitig. Jetzt nicht. Der Angeklagte erklärt, ein unaufschiebbarer Antrag liegt auf Ihrem Tisch. Soll eine Einlassung zu den Tatvorwürfen abgegeben werden? Wenn ich diesen Gerichtsbeschluss beantrage, kriegst du auch nicht ins Protokoll. Soll eine Einlassung zum Tatgeschehen abgegeben werden? Ich möchte gerne hören, was du sagst. Ich muss meinen Scheißantrag muss ich... Soll eine Einlassung zum Tatgeschehen abgegeben werden? Das ist meine Frage, ich hätte gerne Antworten. Ja, wir können einmal aufhören, hier jetzt recht zu beugen. Ich nehme jetzt weder Anträge entgegen noch irgendwelche. Dazu gab es auch einige Pausengespräche, unter anderem mit dem Staatsanwalt. Ich habe schon mal vorhin gesagt, sie möchte mit all solchen Sachen warten bis zur Personalienvorstellung. Und dann hat sie direkt weitergemacht. Also sie hat wirklich keine Sekunde eingeräumt, um irgendwas zu sagen. Also ich bin jetzt sehr davon ausgegangen, dass hier im Rechtsstaat Verhandlungen auf Augenhöhe geführt werden. Leider sehe ich das hier heute überhaupt nicht. Erst als der ganze Prozess vorbei war, durften die Angeklagten ihre Anträge stellen. Das ist natürlich völlig unsinnig, weil der Prozess war da ja schon vorbei. Trotzdem gab es nach Prozessende noch ein zusätzliches Intermezzo. Dabei, und deshalb ist der Beitrag jetzt hier eingespielt, ließ der Angeklagte noch einmal die ganze Geschichte der Antragsablehnung Revue passieren.
Möchten Sie ja, ja. Ich beantrage die Ablehnung der Vorsitzenden Richterin aufgrund des Verdachts der Befangenheit. Begründung. Richterin Bockhame betrat den Gerichtssaal erstmals mit einer feindseligen Stimmung. Nachdem die Sitzung nach einer lange andauernden Einlasskontrolle mit einer Verzögerung begann, begehrte die Angeklagte einen Antrag zu stellen. Sie reichte ihn zu Protokoll. Ihr Wunsch wurde untersagt, den Antrag zu stellen. Ebenfalls ich begehrte, einen Antrag zu stellen. Die Vorsitzende sagte, ich könne keine Anträge stellen. Dies begründete sie damit, sie habe die Sitzung noch nicht eröffnet. Nichtsdestotrotz diktierte sie fortlaufend Dinge ins Sitzungsprotokoll. Das spricht dafür, dass sie die Sitzung wohl doch eröffnet hatte. Ich reichte den Antrag schriftlich ein. Dafür wurde ich ermahnt und mir wurden Ordnungsmittel angedroht für das Stellen eines Antrags. Ich beantragte eine Pause, um einen Antrag stellen zu können. Dafür wurde ich ermahnt. Dafür drohte die Vorsitzende mir sinngemäß an, wenn Sie jetzt noch einmal etwas sagen, verbringen Sie den Rest des Tages in der Haftzelle im Keller bis zum Ende der Hauptverhandlung. Die Richterin sagte dann zu mir, und jetzt halten Sie mal den Mund. Auf die Aussage hin kündigte ich an, einen unaufschiebbaren Antrag stellen zu wollen. Diese Ankündigung wurde als Störung ins Sitzungsprotokoll aufgenommen. Ich beantragte schriftlich eine Pause, um den unaufschiebbaren Antrag zu formulieren. Dem Antrag wurde nicht stattgegeben. Vielmehr wurde mir noch einmal mit Ordnungsmitteln gedroht, sollte ich fortfahren, den Antrag zu stellen, zu begehren. Ich fing daraufhin an, diesen Antrag zu stellen. Da haben wir hier ein Sternchen gemacht. Bei der Feststellung der Personalien und der Verlegung des Urteils wies ich darauf hin, dass ich einen unaufschiebbaren Antrag stellen wolle, der, wie der Name schon sagt, keinen Aufschub gewährt. Auch dafür wurde ich ermahnt. Das Urteil wurde direkt nach Feststellung der Personalien verlesen, obwohl ich einen unaufschiebbaren Antrag stellen wollte. Dass die Richterin, Vorsitzende Richterin Frau Kramer, mir so meine strafprozessualen Rechte verwehrt, da ist jetzt irgendwie ein Wort zu viel, ich habe ja keine Pause gekriegt, und mir wütend androht, Ordnungsmittel zu verhängen, sollte ich weiter Anträge stellen wollen, die dies letztendlich kommentiert mit halten Sie den Mund, weckt den Verdacht der Voreingenommenheit und Unparteilichkeit, also der Befangenheit mir gegenüber in diesem Verfahren. Glaubhaft machen Protokoll der Hauptverhandlung, dienstliche Erklärung der Vorsitzenden und Erklärung der Chefinnen. Die Uhrzeit, weil ich erstmal durch dran gehe zu verlesen, ist hier notiert. Die Ablehnung des Antragsrechts durch die Richterin ist offensichtlich und durchgehend. Das gibt die Strafprozessordnung in keiner Weise her. Und der Richterin ist das auch bekannt gewesen. Das war gut daran zu sehen, dass sie der Staatsanwaltschaft nicht nur das Recht einräumte, Anträge zu stellen. Nein, sie forderte die Staatsanwaltschaft sogar mehrfach auf, Anträge zu stellen. Obwohl sie gegenüber den Angeklagten behauptet hatte, die Strafprozessordnung würde nicht vorsehen, dass man jetzt schon Anträge stellen darf. Die Richterin handelte also nicht nur rechtswidrig, sondern wusste, dass sie rechtswidrig handelte, handelte absichtlich zum Schaden der Angeklagten. Das erfüllt den Straftatbestand der Rechtsbeugung. Ich gebe dem Staatsanwalt Gelegenheit zur Stellungnahme. Auch den Angeklagten soll ein Antrag an dieser Stelle gestellt werden. Bislang ist Frau unentschuldigt erschienen, wird ein Antrag auf Verhängung eines Ordnungsgeldes gestellt. Herr Staatsanwalt, ich übernehme. Ja, wir können das gerne zur Protokolle machen, weil ich glaube, Frau hat sich durch diesen Aufruf disqualifiziert und deswegen stelle ich den Antrag, die Genehmigung auf Verzögerung kann er. Warum darf die Staatsanwaltschaft eigentlich die ganze Zeit so Anträge stellen und ich nicht? Ich habe vor 2 Stunden habe ich einen Antrag, einen unaufschiebbaren Antrag, wo das Gesetz es gebietet, dass er unmittelbar gestellt werden muss, habe ich versucht zu stellen. Bis dato konnte ich den nicht stellen. Der Angeklagte wollte einen Antrag verlesen, einen Antrag auf Ablehnung der Vorsitzenden Richterin. Das Gesetz verpflichtet mich dazu, diesen Antrag unmittelbar zu stellen. Wenn er nicht unmittelbar gestellt wird, dann wird er als nicht formgerecht verworfen und somit existiert er einfach nicht. Ich nehme an, Sie beantragen, dass Ordnungshaft bis zum Ende der Sitzung festgesetzt wird. Und jetzt tut die Richterin dem Staatsanwalt und jetzt tut die Richterin dem Staatsanwalt die Tür, was wird?
Im zweiten Prozess war die Lage dann noch zugespitzter. Das lag daran, dass das Gericht rechtswidrig die in der ersten Instanz schon genehmigte Verteidigung nicht geladen hatte. Das führt dazu, dass der Angeklagte das Recht hat, den Prozess unterbrechen zu lassen, um eine ordnungsgemäße Ladung der Verteidigung zu ermöglichen. Das allerdings setzt einen Antrag voraus. Und er muss nach den Kommentaren zur StPO gestellt werden, bevor der Angeklagte zur Sache vernommen wird. Also versucht er, diesen Antrag zu stellen, bevor er von der Richterin befragt wird. Aber genau das führte in das Problem, welches wir ja schon vom ersten Prozess kannten. Ein Angeklagter darf eben keine Anträge stellen, muss es aber nach der StPO vor der Vernehmung seiner Person. Also kam es an dieser Stelle zum Konflikt. Zu den Personalien, Herr Bergstedt. Ich muss, die StPO schreibt Sie mir. Sie heißen, Herr Bergstedt, erstmal die StPO, die Personalien und die Kommandien feststellen. Und Sie werden Gelegenheit erhalten, alles das, was Sie ausführen wollen, dann, wenn Ihnen das Wort erteilt wird, auch ausführen zu können. Aber jetzt werden erstmal Ihre Personalien festgestellt. So sieht es die Strafprozessordnung. Ich kenne Ihre Manieren, Sie müssen das nicht machen. Die Strafprozessordnung. Schreibt vor, dass ich einen, diesen Antrag, den ich stellen möchte, vor der Personalien stellen muss. Die Identitätsfeststellung spricht der Angeklagte, der Vorsitzende, der Fachstatt. Ich muss diesen Antrag vor den Personalien stellen. Das schreibt die StPO vor und wir verhandeln hier nach der StPO. Und dann einen unaufschiebbaren Antrag erstellen zu können bzw. zu müssen. Nicht unaufschiebbar, sondern der muss. Das Unaufschiebbare nehmen wir wieder raus. Sondern der muss vor den Personalien. Ich belehre Sie, Herr Bergstedt, wenn Sie keine Angaben zu Ihren Personalien machen. Mach ich. Dann verstoßen Sie gegen § 111 Ordnungswidrigkeit. Ich möchte mein. Ich muss. Ich muss diesen Antrag stellen. Die Lage eskaliert und auch die Staatsanwaltschaft wird, wie im Hintergrund immer durch Ihre Bemerkungen zu hören ist, zur Unterstützung für diese klare Rechtsbeugung. Bitte halten Sie sich an die StPO. Nein, Herr Bergstedt. Ich möchte einen Antrag stellen, den ich vor der Personalie stellen muss nach StPO. Der Angeklagte unterbricht die Vorsitzende fortwährend und ist weiter nicht bereit, seine Personalien. Das stimmt nicht. Das habe ich mehrfach anders formuliert. Und auch jetzt wieder das gleiche Bild. Der Angeklagte darf keinen Antrag stellen, aber das Gericht fordert die Staatsanwaltschaft auf, Anträge gegen den Angeklagten zu stellen. Der darf das nicht nur, sondern er soll sogar gegen den Angeklagten handeln. Der darf jetzt natürlich einen Antrag stellen, ist ja klar. Es geht zunächst um die Identitätsfeststellung. Nein, ich darf diesen Antrag stellen. Der Angeklagte stört erneut die Formalienfeststellung. Und eine Staatsanwaltschaft, die dem Angeklagten auferlegt, mal den Mund zu halten, ist auch eine interessante Einrichtung. Dass der Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt auch bereits darauf hinwies, dass man als Angeklagter aus dem Prozess entfernt werden kann oder sogar eingesperrt werden kann, zeigt auch, die verhandeln offenbar am liebsten unter sich, ohne Verteidigung und Angeklagten. Geht ja auch einfacher. So sollte es auch kommen. Trotzdem muss ich diesen Antrag stellen. Das heißt, Sie kennen sich in der Strafprozessordnung schon ein bisschen aus. Richtig, im Gegensatz zu Ihnen. Dann wissen Sie, dass zunächst mal die Personalien festgestellt werden. Nein. Und ein letztes Mal. Dieser Antrag muss vor den Personalien. Ja, habe ich schon tausendmal gesagt. Hören Sie mir vielleicht einmal zu. Nein, machen wir nicht. Wir handeln nach der StPO. Ich beanstande die Verhandlungsführung. Das war zäh. Aber gelang es jetzt erstmals, das Nicht-Stellen-Dürfen eines Antrags ins Protokoll zu bringen. Das erhöhte jetzt die Chance auf eine Revision, also auf eine Rechtsfehlerüberprüfung, die dieses Verfahren zur Wiederholung bringen würde und dann vor einem anderen Gericht. Das war schon mal ein wichtiger Teilerfolg gegen eine Richterin, die Rechtsbeugung von der ersten bis zur letzten Minute betrieb und dem Angeklagten bisher alle seine Rechte genommen hat. Für den Fall weiterer Störungen. Ich hätte gern weiter. Schließe Sie von der Sitzung aus und verhänge Ordnungshaft gegen Sie. Das ist jetzt die letzte Androhung. Ich möchte weiter meinen Antrag vorlesen. Die letzte Androhung von Ordnungshaft und Störungen. Für den Fall weiterer Störungen und Ausschluss aus der Sitzung wird dem Angeklagten erteilt. Jetzt belehre ich Sie. Ich möchte meinen Antrag vorlesen. Protokoll.
Eine Besonderheit im zweiten Prozess und im Zusammenhang mit dem Versuch, Anträge zu stellen, war der Poker um die Personalien. Die Richterin wusste ganz genau, wer da vor ihr saß, sprach die Person mehrfach mit Namen an, aber später, als es darum ging, ihn dann aus dem Verfahren zu werfen und einknasten zu können, da tat sie so, als wenn sie ihn nicht kenne. Zunächst einmal die Passagen, wo sie ihn mehrfach mit Namen anspricht. Wir verhandeln über die Berufungen des Angeklagten unter Staatsanwaltschaft Urteil des Amtsgerichts Wolfsburg vom 25.04.22, durch das Sie, Herr Bergstedt, wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt worden sind. Ich stelle die Anwesenheit fest, Sie sind erschienen, Jörg Bergstedt. Zu den Personalien, Herr Bergstedt. Ich muss, die StPO schreibt Sie mir. Sie heißen, Herr Bergstedt, erstmal die Personalien und die StPO. Belehren Sie, Herr Bergstedt, wenn Sie keine Angaben zu Ihren Personalien machen. Mach ich. Dann verstoßen Sie gegen § 111 Ordnungswidrigkeit. Ich möchte. Herr Bergstedt. Ich möchte einen Antrag stellen. Es ist folgendes. Es geht um die Feststellung, um die nach der StPO, die ich nicht geschrieben habe. Nein, aber auch nicht gelesen. Der Personal, weil ich könnte ja hier irgendwer sitzen und ich fange einfach an mit dem Verfahren gegen Sie und der sitzt gar nicht, Herr Bergstedt. Das fänden Sie ziemlich mistig. Trotzdem muss ich diesen Antrag stellen. Sie kennen sich in der Strafprozessordnung schon ein bisschen aus. Richtig, im Gegensatz zu Ihnen. Dann müssen Sie zunächst mal die Personalien festgestellt. Nein. Soweit diese ersten Auseinandersetzungen um die Frage von Personalienaufnahme oder den Antrag stellen dürfen. Danach gab es eine Pause und nach der Pause kam die Richterin rein mit einer völlig neuen Variante. Plötzlich tat sie so, als wenn sie den Angeklagten gar nicht mehr kennen würde, obwohl sie ihn vorher stets mit Namen angeredet hatte. Halt uns auf Platz. Wer sind Sie? Ich meine Sie, die Sie dort auf der Anklagebank sitzen. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Also wir sind an der gleichen Stelle der Strafprozessordnung, die mir vorschreibt, den Antrag. Nennen Sie mir bitte Ihren Namen, Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen. Diesen Antrag muss ich vor den Personalien verlegen. Beschlossen und verkündet. Vorbeschlossen und verkündet bitte ins Protokoll. Der Angeklagte beantwortet die Frage nach seiner Identität erneut nicht. Beschlossen verkündet ist für die Durchsuchung der Person, die auf der Anklagebank sitzt und ihre Identität nicht preisgibt, angeordnet. Gesucht werden Identifikationspapiere oder andere Gegenstände oder Schreiben, die auf die Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Die Durchsuchung soll sofort erfolgen. Die Frage ans Protokoll, ist der Antrag ins Protokoll angenommen worden? Ist das irgendwo ein Antrag einzureichen? So, das müssen wir jetzt gucken, dass Sie mal ein Ausweispapier dabei, dann nimmt es gleich raus. Also ich möchte zunächst einmal deutlich machen, dass ich eine... Die Durchsuchung ist sofort durchzuführen. Ich beantrage eine Pause für das Stellen eines unaufschiebbaren Antrags. Die Durchsuchung ist sofort durchzuführen. Der Angeklagte erklärt, währenddessen einen unaufschiebbaren Antrag stellen zu wollen. Ihnen wird Gelegenheit gegeben werden, diesen Antrag ohne Rechtsverlust zu einem späteren Zeitpunkt zu stellen. Die Durchsuchung ist sofort durchzuführen. Sie haben es vernommen. Wir müssen bitte aufstehen, dann tun wir sie. Und ansonsten müssen wir es Ankündigung von Anträgen haben keine aufschiebende Wirkung. Wir müssen jetzt ansonsten Zwang anwenden. Sie können das vermeiden, indem Sie einfach aufstehen, ein Ausweispapier aushändigen. Es könnte vermieden werden, indem der Antrag. Wir werden jetzt Zwang anwenden. Wenn ihr bitte einmal aufstellen, das in der linken Zuhörerecke. Sebastian. Guck mal, die Personalien von der Zuhörerin mit dem dunklen Oberteil neben der Zuhörerin mit der Mütze fest. Durch wiederholte Zwischenrufe gestört. Ich ermahne Sie da hinten, die Zuhörerin, deren Personalien wir gleich feststellen. Für den Wiederholungsfall schmeiße ich Sie raus. Ich habe da gar nichts getan. Nee, die Dame, die von Ihnen bekommen, die einmal einen Ausweis.
Ich stelle hiermit offiziell an die anwesenden Vertreter der Staatsanwaltschaft, der dafür berufen ist, das entgegenzunehmen und entgegennehmen muss, eine Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen die Vorsitzende Richterin Bock-Hamel, da sie absichtlich und wissentlich sich nicht an die Strafprozessordnung hält. Jetzt stelle ich als nächstes eine Strafanzeige gegenüber der Polizei, die hier anwesend ist und die diese Anzeige entgegennehmen muss. Eine Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen den hier anwesenden Staatsanwalt und eine Anzeige wegen Strafvereitelung im Amt, da er sich weigert, eine Strafanzeige gegen die Vorsitzende Richterin entgegenzunehmen. Wir nehmen zu Protokoll, der Angeklagte stellt verschiedene Strafanzeigen. Und zwar. Ja, das ist doch der Opa. Gegen die Vorsitzende Richterin, gegen Rechtsbeugung, gegen den anwesenden Staatsanwalt und die Durchsuchung durchführenden Polizeibeamten. Gegen die habe ich keine Strafanzeige gestellt, tut mir leid. Wegen der aus seiner Sicht. Hören Sie mal besser zu. Unzulässigen Durchsuchung. Wollen Sie denn jetzt? Stehen Sie auch kurz. Herr Staat, ja, oh ja, gucken Sie mal meine Prozessunterlagen. Wir nehmen die Weiteren zu Protokoll, Personalien der Zuhörerin. Verfahrenshemmnis 172. Die wiederholten Zwischenrufe gestört hat, werden als Anlage zum Protokoll genommen. Die Ablichtung des Personalausweises. Ich beantrage, zu Protokoll zu nehmen, dass soeben. Haben wir die Personalien der Person festgestellt? Sehr noch nicht. Ich beantrage, zu Protokoll zu nehmen, dass soeben meine Verteidigungsunterlagen durchgeguckt worden sind. Da ich nicht weiß, welche Person hier irgendwas... Nein, Sie haben mich schon 10-mal mit Namen angeredet, ist ja klar. Außerdem wurde dort die Person kontrolliert worden. Wir nehmen zu Protokoll, dass eine Person aus dem Zuhörerraum männlich aussehend mit langen, dunklen Haaren und einem dunklen Sweater störende Zwischenrufe äußert. Auch die Personalien wieder festzustellen. Ich ermahne Sie, sollte einer von Ihnen jetzt noch mal stören, schmeißen Sie raus. Personalausweis. Jawohl. Kann ich den bitte haben? Bin ich wohl bei der Person auf der. Möchten Ihren Ausweis haben? So bei der Person auf der Abschlussbank wird ein bei der Besuchung ein Personalausweis gefunden. Wir brauchen, glaube ich, nicht diskutieren. Wir haben den dieser Personalausweis. Kommen Sie jetzt bitte mit raus. Wir klären das jetzt draußen vor der Tür. Los. Oder ein Ausweis her. Danke. Meine Güte. So, ganz ruhig. Es ist seine Berufung unter anderem. Ich bin total entspannt. Ich habe das erste Urteil nicht gefällt. Sie wollen die Überprüfung Ihrer Verurteilung haben. Wir haben erst Sie, die Staatsanwaltschaft auch, aber wenn Sie nicht wollen und nicht mitmachen, wenn Sie denn in der Werkstatt sind, und das sind Sie, das sehe ich jetzt, dann lassen wir es halt. Sie wollten, dass wir gucken, ob das Amtsgericht alles richtig gemacht hat. Wenn Sie das hier boykottieren mit Ihren Leuten, dann machen wir es halt nicht. Sie halten sich Sie sind ja hier und haben den Oberinstanz. Sie halten sich nicht an die SDPO. Ich schon. Wir nehmen zu Protokoll, dass bei der Person gefundene Dokument weist die Personalien Jörg Bergstedt, geboren am 2.7.1964 in Bleckede aus. Das Dokument wird in Augenschein genommen, wer es sich näher angucken möchte. Und die darauf befindlichen Personalien werden verlesen. Das Dokument wird Herrn Bergstedt wieder ausgehen. Vielen Dank. Eine schlechte Sitte vor Gericht ist, den Angeklagten am Anfang zu erzählen, dass sie ihre Berufung auch zurückziehen könnten, sonst könnten sie auch höher verurteilt werden. Das ist letztendlich nichts als eine Art Aussageerpressung. Unter Androhung eines empfindlichen Übels wären Angeklagte dazu gebracht, eine Verurteilung hinzunehmen. Für das Gericht sicherlich eine praktische Sache, um viel Arbeit zu sparen, aber am Ende eine unzulässige Drohung gleich zu Beginn. Das ließ Bock-Hamel natürlich auch nicht aus.
Sie haben hier eine Berufung, eine zweite Instanz, das hat die Staatsanwaltschaft begehrt und das haben Sie begehrt. Und das ist Ihr aller guter Recht, dafür gibt es die zweite Instanz. Das ist ja alles noch offen. Aber ich erlaube mir an dieser Stelle immer mal einen Hinweis, wie das Ganze aus meiner Sicht gesehen werden könnte. Und vor allen Dingen muss ich Ihnen, das gebietet meine Fürsorgepflicht Ihnen gegenüber, genau wie bei allen anderen Angeklagten, der Staatsanwaltschaft muss ich das Ihnen sagen, ich weiß nicht, wie weit Sie wissen, falls Sie verurteilt werden, wird das natürlich so ein Berufungsverfahren, es wird teurer. Und wenn ich meinen Job hier mache und das juristisch bewerte, muss ich Ihnen sagen, dass es juristisch schwierig sein wird, davon runterzukommen. Das ist nur ein Hinweis. Und dass es mir in der Seele wehtun würde. Ich meine das ganz ernst. Sie können das witzig finden oder nicht. Auch Richter meinen Dinge ernst und wollen ernst genommen werden. Sie wollen auch mal authentisch sein. Und es würde mir in der Seele wehtun, wenn Sie hier mit Berufungskosten belastet werden, die Sie ganz anders ausgeben. Das ist mein ernst gemeinter Ratschlag an Sie, die Berufung zurückzunehmen. Befangener geht ja wohl kaum. Aber eine Bockhamel ist derart von sich überzeugt, dass sie selbst eine solche klare Aussage zu Anfang gleich mal raushaut. Einige Wochen später wurde dann der Befangenheitsantrag auch bearbeitet und abgelehnt. Die Richterin, die die Befangenheit der Richterin Bockhamel beurteilte, war Bockhamel selbst. Sie lehnte den Befangenheitsantrag zu sich selbst ab und begründet das damit, dass diese Drohung, die gleich dazu Anfang kam, keine Befangenheit darstellt, weil das sei absolut üblich, so etwas zu sagen. Also wenn Richtis befangen sind, aber das alle und immer, dann ist es wiederum keine Befangenheit. Angeklagte haben grundsätzlich das Recht, sich von Verteidigerinnen ihrer Wahl verteidigen zu lassen. Das klappte im ersten Prozess am 6.3.2023 auch zunächst noch einigermaßen. Aber während des Prozesses wurde dann tatsächlich eine Verteidigerin rausgeworfen. Bloß, weil sie etwas Kritisches sagte. Herr Staatsanwalt, ich übernehme. Ja, wir können das gerne zu Protokoll nehmen, aber ich glaube, Frau hat sich durch diese Aufrufung Ich würde erstmal eine Beschwerde dazu machen. Es ergibt noch der dritte Beschluss, die Genehmigung, dass Frau als Verteidigerin des Angeklagten. Ich hätte dazu gerne erstmal eine Stellungnahme zu dem Antrag. Durch dauernde Zwischenrufe, Hochhalten der Schilder mit Flop oder Flop, laute Unmutsäußerung, wie ist das Urteil schon verkündet? Eine sachliche Verteidigung ist damit nicht mehr gewährt. Ich möchte gerne Stellungnahme zu dem Antrag der Staatsanwaltschaft geben, die Verteidigung abzulehnen. Mensch, beachte, Angeklagte und Verteidigung dürfen in diesem Prozess keine Anträge stellen. Aber der Staatsanwalt stellt einen Antrag, die Verteidigung abzusägen. Und der Angeklagte, der davon betroffen ist, darf nicht einmal Stellung beziehen. Da sind alle strafprozessualen Rechte dahin. In der zweiten Verhandlung kam es dann noch viel dicker. Die Frage der Verteidigung wurde zum zentralen Baustein und auch zum Grund dabei, den Angeklagten in den Kerker zu schicken. Am Anfang stellte die Richterin nämlich fest, dass die Verteidigung gar nicht gekommen sei. Ich stelle die Anwesenheit fest, Sie sind erschienen, Jörg Bergstedt, als Verteidiger ist niemand erschienen. Das hatte einen einfachen Grund. Das Gericht hat sie nicht geladen. Und das ist ein schwerer Fehler des Gerichts, der unmittelbar und sicher in die Revision führt, also das Verfahren wiederholt werden müsste. Also hatte die Richterin dann auch ein Interesse, das zu vertuschen. Und genau das führt dann in die erste Eskalation. Denn die Strafprozessordnung sieht vor, dass der Angeklagte das Fehlen der Verteidigung gleich am Anfang rügen muss. Sonst verfällt sein Recht, darauf hinzuweisen. Also versuchte er das. Aber das geht bei Bockhamel ja nicht so einfach. Zu den Personalien, Herr Bergstedt. Ich muss, die SDPO schreibt Sie mir. Sie heißen, Herr Bergstedt, erstmal die Personalien und die Kommandien feststellen. Und Sie werden Gelegenheit erhalten, alles das, was Sie ausführen wollen, dann, wenn Ihnen das Wort erteilt wird, auch ausführen zu können. Aber jetzt werden erstmal Ihre Personalien festgestellt. Und Sie, das ist die Strafprozessordnung. Ich kenne Ihre Manieren, Sie müssen das nicht machen. Ihre Personalien die Strafprozess, sind die Strafprozessordnung, die Strafprozessordnung. Schreibt vor, dass ich einen diesen Antrag, den ich stellen möchte, vor der Personalien stellen muss. Identitätsfeststellung
spricht der Angeklagte, der Vorsitzende, der macht dazwischen. Ich muss diesen Antrag vor den Personalien stellen. Das schreibt die SDPO vor und wir verhandeln hier nach der SDPO. Und gibt einen unaufschiebbaren Antrag. Die weitere Geschichte ist bereits erzählt. Der Antrag konnte nie gestellt werden und weil der Angeklagte das aber ständig versuchte, landete er in den Kerker. Vorher versuchte er mehrfach, aber erfolglos, das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft zur Einhaltung der SDPO zu bewegen. Kann die Staatsanwaltschaft bitte helfen, die SDPO durchzusetzen? Nein. Nein, ich muss es jetzt tun. Bitte setzen Sie die SDPO da, ich weiß. Ich möchte diesen Antrag stellen. In einer Pause erläuterte der Angeklagte dem Publikum, was Staatsanwaltschaft und Gericht nicht hören wollten. Also ich kann vielleicht so fürs Publikum sagen, es ist tatsächlich so, wenn die Verteidiger nicht geladen worden sind, ich habe zwei Verteidiger, die sind nicht geladen worden und ich muss den Antrag, dass das Verfahren unterbrochen wird und meine Verteidiger geladen werden, vor den Personalien feststellen, statt die SDP hochzuholen. Und das ist völlig eindeutig, aber die Frau Bockhamel versucht natürlich mit diesen dreckigen Tricks zu verhindern, dass ich den Antrag darauf überhaupt stellen kann. Und wenn ich ihn dann stelle, wenn sie mir genehmigt, mal zu reden, dann verweist sie auf die SDP und sagt, sie haben den leider zu spät gestellt. So geht das Spiel. Das nennt man Rechtsbeugung. Problem ist nur, dass sich das Landgericht Braunschweig außerhalb des Rechtszuständigkeitsbereichs der Bundesrepublik Deutschland wähnt. Das ist ja nicht das erste Mal. Sie will diese Kamera beschlagnahmen. Hat das Landgericht auch gesagt, das ist völlig korrekt, Journalisten die Kamera wegzunehmen. Da mussten sie vom Verfassungsgericht schon mal. Die Verteidigung nicht zu laden, war kein Versehen der Richterin, sondern ihre seltsame Rechtsauffassung. Die hatte sie nämlich schon in dem ersten Prozess am 6. März bekannt gegeben. Nach ihrer Meinung kann ein Verteidiger oder eine Verteidigerin nur sein, wen sie genehmigt hat. Alles, was die Vorinstanz gemacht hat, zählt für Bockhamel nicht. Das ist eindeutig nicht die geltende Rechtslage, sondern Bockhamelsches persönliches Recht. Dann nehme ich an, die zwei Personen, die neben Frau sitzen, und dem Mann ist sie vorbei. Das ist meine Verteidigung von der ersten Instanz noch, wurde bereits zugelassen. Jedes Verfahren ist eine Verteidigung erneut zugelassen, so sieht es nicht aus Prozessordnung. Das ist die Fälle. Deshalb müsste ich mal wissen, wie sie heißen. Auch im Prozess am 22. Mai vertrat sie diese Auffassung. Noch dazu gepaart mit der Lüge, dass die in der ersten Instanz zugelassenen Verteidigerinnen in der Akte gar nicht erwähnt worden wären. Doch die waren im Protokoll der ersten Instanz eindeutig zu erkennen. Wie Sie sehen, habe ich keine Verteidiger. Diese Verteidiger. Der Angeklagte beantwortet die Frage der Vorsitzenden, ob er Angaben zum Tatgeschehen machen möchte, mit nicht dazu gehörigen Antworten, Klammer auf. Wie Sie sehen, bin ich immer noch unverteidigt, in Anführungszeichen. Meine Frage lautet, wollen Sie Angaben machen? Die Tatsache, dass ich unverteidigt bin, liegt an einem Fehler von Ihnen, dass Sie meine Verteidigerin nicht geladen haben. Der Angeklagte beantwortet die Frage, ob er Angaben machen möchte, erneut nicht. Und diesmal nehmen Sie meinen Satz nicht auf. Und wirft der Vorsitzenden vor, einen bislang in den Akten nicht befindlichen Verteidiger nicht geladen zu haben. Aha, schauen Sie mal auch in das in Protokoll. In jeder Instanz, die Vorsitzende weist darauf hin, dass in jeder Instanz Verteidiger bzw. Privatpersonen, die als Verteidiger genehmigt werden wollen, dies erneut zu beantragen haben. Die Vorsitzende weist darauf hin. Möchten Sie zur Vermeidung von Rechtsfehlern mal Ihren Kommentar? Das eine Genehmigung. Die komplette Verweigerung, eine Verteidigung im Prozess zuzulassen, ist der härteste Eingriff in die Angeklagtenrechte. Aber es war nicht der einzige. Wegen der Verwehrung, einen solchen Antrag stellen zu können, weil die Verteidigung fehlte, hat der Angeklagte dann später auch noch versucht, einen Befangenheitsantrag zu stellen. Auch das wurde ihm verwehrt. Nachdem in weiteren Phasen der Angeklagte mehrfach vergeblich versucht hatte, seinen Antrag vorzulesen, tut er es einfach. Und was macht das Gericht? Es rennt raus, um sich den nicht anhören zu müssen. Ich muss mich an Ihrem Schauspiel nicht beteiligen. Ich möchte erstmal meinen Antrag stellen, den ich schon verlangt hätte stellen dürfen. Er müsse sich ja an dem Schauspiel nicht beteiligen.
Also ich lese den jetzt vor. Antrag auf Unterbrechung bzw. Aussetzung des Verfahrens. Ich beantrage ich die Unterbrechung bzw. Aussetzung des Verfahrens und ordnungsgemäße Ladung meiner Verteidiger. Durch die unterbliebene Ladung der Verteidiger bin ich unverteidigt. Wir unterbrechen die Verhandlung. Das stellt eine unzulässige Behinderung meiner Verteidigung dar. Und als Chefin dürfen Sie gerne auch selber denken. Die Richterin rennt aus dem Saal, um den Antrag nicht anhören zu müssen, denn dieser Antrag würde ihren Prozess gefährden. So macht man das, wenn man richtig konsequent Recht beugen will. Und die Chefin und Chefinnen einfach nur blind hinterher. Die Verteidigerinnen gar nicht zu laden, war nur eine besonders extreme Form, die Verteidigung zu torpedieren. Es gab eine Menge weiterer Vorgänge, wie das Gericht versuchte, die Angeklagten oder die Verteidigerinnen am Handeln zu hindern. So durften zum Beispiel im ersten Prozess die Angeklagten keinen Kontakt zueinander aufnehmen während des laufenden Prozesses. Setzen Sie sich wieder hin. Wir nehmen zum Protokoll, dass die Angeklagten während der Ausführung der Vorsitzenden aufstanden und sich zum Angeklagten begab oder aufgefordert, dies zu unterlassen. Ich drohe Ihnen für den Wiederholungsverdikum von Ordnungsgemäß an. Im zweiten Prozess dann eine andere Schikane. Der Angeklagte hatte sich einen dicken Kommentar zur Strafprozessordnung mitgebracht, aber vergessen, die mit reinzunehmen. Das holte jetzt ein Zuschauer nach und brachte die an den Eingang. Dort wurde, das ist nur ein Buch, dieses dicke Ding allerdings angehalten und sollte nicht in den Gerichtssaal. Daraufhin ging der Angeklagte selbst dort zum Eingang und bat darum, dass er sich seinen Strafprozessordnungskommentar mit reinnehmen kann. Selbstverständlich ist das eine wichtige Unterlage für einen Angeklagten. Aber er durfte nicht. Das ist eine Strafprozessordnung, die darf aber nicht rein. Ja, dann hol ich mir die. Also ist ja besonders schön, wenn ich die nicht mit reinnehmen darf. Guten Tag. Nur, dass meine Strafprozessordnung hier angekommen ist, die hätte ich gern. Können Sie auf dem Wege, dass es hier ist? Von dem Herrn? Ich muss sie erst besitzen, sondern sie ist für mich hierher geschafft worden. Da wurde ich sonst was vor. Also, dass ein Angeklagter eine Strafprozessordnung haben darf, muss von dem Gericht genehmigt werden. Schon interessant. Dann entdeckte der Angeklagte, dass die Staatsanwaltschaft sehr wohl ihren Strafprozessordnungskommentar mit reinnehmen durfte. Sagen Sie mal, was haben Sie da eigentlich liegen? Das ist natürlich gleiches Recht für alle, nur manche Menschen haben. Wieso dürfen Sie das mit reinnehmen? Sie erwarten jetzt nicht ernsthaft, dass ich darauf antworte. Nein, ich erwarte eigentlich, dass Sie sich mal ans Recht halten und darum mitbemühen, sich, dass das Recht hier durchgesetzt wird. Aber dazu sind Sie offensichtlich nicht in der Lage. Trostlos, trostlos. Das alles, also die Nichtladung der Verteidigung, das Nichtstellenkönnen von Anträgen und das Nichtbenutzendürfen der eigenen Bücher, ist eindeutig eine erhebliche Beschränkung der Verteidigung, also ein absoluter Revisionsgrund. Aber es kam noch viel schlimmer. In beiden Prozessen wurden die Angeklagten von der Richterin, weil sie immer Anträge stellen wollten und das nicht durften, in den Kerker geschickt. Mit der Begründung, sie hätten gestört. Ihre Störungen? Anträge stellen wollen, also nach der StPO handelnd. Angeklagte aus ihrem eigenen Prozess zu werfen und ihnen damit die Verteidigungsmöglichkeit vollständig zu nehmen, dürfte das Heftigste sein, was ein Gericht an Einseitigkeit gegen die Angeklagten so verbockhameln kann. Ich rufe mich ermahnen, Sie ein zweites Mal her. Wenn Sie weiter stören, werde ich Maßnahmen ergreifen, die bei einem wiederholten Stören darin münden, dass die Zelle nach unten gehen, bis zum Ende der Sitzung in der Zelle bleiben. Also
halten Sie einfach mal hin. Das ist meine Anordnung jetzt. Anordnung der Vorsitzenden. Ich stelle jetzt einen unaufschiebbaren Antrag. Ich habe einen unaufschiebbaren Antrag zu stellen und beantrage hier eine Pause von 5 Minuten. Nicht ruhig. Die Kammer erlässt folgenden Beschluss gegen den Angeklagten. Wird ordnungshaft bis zum Ende der Sitzung festgesetzt. Außerdem wird er aus dem Sitzungssaal entfernt und für den Rest der Hauptverhandlung am heutigen Tag von der Hauptverhandlung ausgeschlossen. Gründe. Da gibt folgender weitere Anliegen. Die Angeklagte wird ordnungshaft bis zum Ende der Sitzung festgesetzt. Außerdem wird sie aus dem Sitzungssaal entfernt und für den Rest der heutigen Hauptverhandlung Gründe. Im Verlauf der Hauptverhandlung stürzt immer wieder trotz Ermahnung durch Aufstehen, Platz verlassen, Zwischenruhe. Man kann das Gelächter laut hochhalten, ein Besonderes mit Stock oder Top. Also ich hatte den Leuten, wo müssen wir nicht heute vorstellen, bla 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 bla. Trotz mehrfacher nachdrücklicher Ermahnung der Vorsitzenden verließen diese Störungen nicht. Hiermit hat sich die Angeklagte eines Weiteres schuldig gemacht, dass die Grenze zu Ungebühr deutlich überschritten hat. § 178 BVG. Es liegt zugleich ein Ungehorsam nach § 177 BVG vor, was mit einer Ordnungshaft in der genannten Sache mit dem Aufstehen richtig ein solches Verhalten kann nicht hingenommen werden, wenn eine geordnete Durchführung der Ausstellung nicht schlecht ist und möglich werden soll. Diesen Weiterlauf durchbrechen, davon ausgesetzt, dass wir nicht zur Einrichtung des Ablaufs der Hauptreihe ohne die angeordnete Maßnahme fortdauern würde. Ich fände es auch vielleicht ganz cool, wenn das direkt, wenn das direkt nach Ungehorsamantrag kommt und nicht noch die anderen Stellen, sondern direkt. Dass jede Anmahnung von Ordnungshaft einen nachhaltigen Eindruck auf die Angeklagte gemacht hat, sodass probierende Störungen in der Hauptreihe hinterbleiben. Solange bei der Angeklagten naheliegende Gefahr besteht, dass sie sich wie geschehen verhalten wird, ist der Ablauf der Hauptverhandlung in schwerwiegender Weise beeinträchtigt. Aus diesem Grund ist der Ausschluss aus der Hauptverhandlung auch bei Frau bis zum Ende der heutigen Sitzung erforderlich. Die Anwesenheit ist nicht unerlässlich im Sinne des § 131b StPO. Und damit, Frau, rechtliches Gehör wurde mehrfach durch die Androhung der Ordnungsmittel gewährt. Sie haben vernommen, was die Vorsitzende eben gesagt hat, deswegen bitte ich Sie jetzt aufzustehen. Ich möchte Sie das selbstständig werden. Wir haben jetzt noch einmal die Chance, selbstständig aufzustehen, ansonsten helfen wir Ihnen beim Aufstehen und dann ist das Ganze aber natürlich nicht in der Form friedlich, wie Sie das vielleicht haben. Die Auswürfe sind aus einer Vielzahl von Gründen rechtswidrig. Gerichtsverfahren ohne Angeklagte dürfen so ohne weiteres nicht durchgeführt werden. Keine der angeklagten Personen hat allein die Gerichtsverhandlung durchgehend gestört. Das ist ja auch daran zu erkennen, dass die Gerichtsverhandlung zwar schleppend, aber immerhin vorwärts gegangen ist. Außerdem waren die meisten Störungen Versuche, Anträge zu stellen. Das wird in dem Beschluss verschleiert. Unverschämt ist die Behauptung, dass durch die mehrfache Androhung einer Ordnungshaft das rechtliche Gehör gewahrt gewesen sein soll. Rechtliches Gehör behauptet, dass eine Person bei einem Gerichtsbeschluss prinzipiell dazu Stellung nehmen muss. Das wurde mehrfach eingefordert, aber durfte nicht gemacht werden. Allein die Androhung, also dass die Richterin mehrfach geredet hat, schon als rechtliches Gehör für die Betroffenen eines Gerichtsbeschlusses auszulegen, ist ganz schön dreist. Also, dass die Richterin viel redet, sei bereits die Erfüllung dessen, dass auch die Angeklagte reden durften. Aber genau das durften sie ja eben nicht. Von daher ist alles schon rechtswidrig, weil kein rechtliches Gehör gewährt wurde. Das ist ein Grundrecht, interessiert Bockhamel aber nicht. Ich hole mein rechtliches Gehör. Ja, wenn wir nie unsere Anträge stellen dürfen, die gestellt werden müssen an einem bestimmten Zeitpunkt. Unser Stellungnahmerecht. Im zweiten Prozess am 22. Mai 2023 ging die Richterin Bockhamel dann zielgerichtet davor. Als sie den Angeklagten ermahnte und ihm androhte, dass er in den Kerker kam, hatte sie den Beschluss, ihn in den Kerker zu werfen, schon vor sich liegen. Sie eskalierte dann zielgerichtet die Situation, um diesen Antrag dann nur noch zu zücken, vorzulesen und den Angeklagten in den Kerker zu werfen. Für den Fall weiterer Störungen
Ich hätte gern weiter. Schließe ich Sie von der Sitzung aus und verhänge Ordnungshaft gegen Sie. Das ist jetzt die letzte Androhung. Ich möchte weiter meinen Antrag vorlesen. Die letzte Androhung von Ordnungshaft und Störungen. Für den Fall weiterer Störungen und Ausschluss aus der Sitzung wird dem Angeklagten erteilt. Wollen Sie Angaben zum Tatvorwurf machen? Dieses Verfahren läuft nicht unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten. Meine Verteidigung ist von Ihnen absichtlich hier. Inzwischen stelle ich fest, absichtlich nicht geladen worden. Und damit ist das Verfahren, auch die Staatsanwaltschaft hat das völlig klar und deckt diese Rechtsbeugung. Ende der Sitzung festgesetzt, außerdem wird aus dem Sitzungssaal entfernt und für den Rest der Hauptverhandlung am heutigen Tag von der Hauptverhandlung ausgeschlossen. Gründe. Jetzt entsteht eine mehrfach absurde Situation. Die Richterin hebt ein offensichtlich schon vorher geschriebenes Blatt Papier hoch und verliest einen Beschluss. Der Beschluss, den Angeklagten in den Kerker zu schicken, ist also schon vorher geschrieben worden und musste jetzt von der Richterin nur noch genommen werden und verlesen werden. Während sie dann die Begründung verliest, wird der Angeklagte schon mal von der Polizei eingegangen und gefesselt. Auch das eine seltsame Vorgehensweise. Ich will nur den Beschluss erstmal verkünden. Sie bitte auf. Im Verlauf der Hauptverhandlung störte der Angeklagte von Beginn an durch zahlreiche Zwischenrufe dauernde Unterbrechen und weiterhin während der Ausführungen der Vorsitzenden wiederholte laut Unmutsbekundung in Richtung der Vorsitzenden Ausrufe wie kriminelle Vereinigung hier, das ist ja ein Schauspiel, und ließ bislang durch ständige Missachtungsbekundungen die Richtung des Staatsanwaltschaft einem geordneten Verhandlungsablauf nicht zu. Der Angeklagte versuchte fortwährend, eine Ermahnung an die Zuhörer, es liest jetzt einen schriftlichen Beschluss vor, von einem Vorgang, die hat gar keinen Vorgang. Der Angeklagte versuchte fortwährend, die Vorsitzende zu unterbrechen, Fragen zu stellen, und störte weiter und immer wieder durch Zwischenrufe und Unmutsbekundungen, auch als die Vorsitzende für den Fall die Polizei darf sich Anweisungen widersetzen, wenn sie selber deutlich merkt, dass die Anweisung rechtswidrig ist. Sein gesamtes Verhalten zielte ersichtlich darauf ab, den Ablauf der Hauptverhandlung von Anfang an und dauerhaft zu stören und die Justiz bloßzustellen, und der Beschluss ist jetzt vollstreckbar. So, stehen Sie auf. Wir unterbrechen die Hauptverhandlung für 5 Minuten. Wollen Sie das? Ich sage das einmal. Wir legen jetzt Handfeste an. Stehen Sie bitte auf, sonst müssen wir hier zwacken. Wir werden sonst zwacken. Wir sagen das letzte Mal. Wir stehen jetzt auf. Wir legen Ihnen Handfeste an, sonst müssen wir zwacken. Also, vielleicht hört es ja sowieso wieder auf, weil irgendwann ist der Rechtsscheiß auch Ihnen ja selber klar, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Herr Staatsanwalt, was sagen Sie dazu? Ich bin Rädchen im System. Ihnen soll ich nicht bestimmt gar nichts. Wir sagen gar nichts, aber der Öffentlichkeit. Einmal bitte aufstehen. Einmal mit dir. Und damit ging das Verfahren nicht nur ohne Verteidigung, sondern jetzt auch ohne Angeklagten weiter. Eine wunderbare Situation für die rechtsbeugenden Gerichte und Staatsanwaltschaften, gar keine Gegnerinnen mehr im Gerichtssaal zu haben. So kann man freischalten und walten. Der Angeklagte wurde sogar noch, bevor er eine Einlassung machen konnte, aus dem Gerichtssaal entfernt. Auch das geht nach der StPO mal schlicht gar nicht. Aber trotzdem, es ging jetzt einfach weiter. Die Richterin zeigte gleich wieder, wie sie die Angeklagte und Staatsanwaltschaft behandeln würde. Denn wieder wurde die Staatsanwaltschaft explizit aufgefordert, Erklärungen und Anträge abzugeben. Der Angeklagte durfte das bekanntlich ja nie. Platz oder Unterbrechung. Ja. Die Staatsanwaltschaft hatte bislang noch keine Gelegenheit zur Stellungnahme, auch zum weiteren Verlauf. Sollen von Seiten der Staatsanwaltschaft irgendwelche Erklärungen abgegeben werden? Nein, wir können die Hauptverhandlung fortsetzen durch Vernehmung der Zeugen. Die Staatsanwaltschaft erhält Gelegenheit zur Stellungnahme und erklärt, die Hauptverhandlung solle durch Vernehmung der Zeugen fortgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft deckt also wieder die rechtswidrigen Entscheidungen des Gerichts. Denn das Weiterverhandeln ohne Angeklagten wäre nur zulässig gewesen, wenn es erstens dazu entsprechende Beschlüsse gäbe, dass der fortlaufend stören würde, was ja schon nicht stimmte, und zweitens, wenn schon der Punkt erreicht gewesen wäre, wo der Angeklagte hätte eine Einlassung machen können. Dieser Punkt war aber nicht erreicht und das Gesetz sagt eindeutig in § 231b der Strafprozessordnung, dem Angeklagten ist in jedem Fall Gelegenheit zu geben, sich zur Anklage zu äußern.
Selbst wenn das Gericht argumentieren würde, der Angeklagte hätte ja auch seine Einlassung gestört, dann steht trotzdem eindeutig in den Kommentierungen zu diesem Paragraphen, stört der Angeklagte die Verhandlung auch bei seiner Anhörung, so wird sie abgebrochen, also nicht fortgesetzt. Von daher ist einfach weitermachen hier eindeutig rechtswidrig, zumal ja auch die Auslegung, dass der Angeklagte einen Antrag stellen wollte, als Störung unzulässig ist. Der Umgang der Richterin Bockhamel mit dem Publikum war nicht besser. Im ersten Verfahren erteilte sie nicht nur jede Menge Ermahnungen, sondern schmiss danach dann auch einige Leute aus dem Publikum in den Kerker. Infolge des Handelns der Angeklagten und der Frau musste die DAW 39 in Fahrtrichtung Salzwedel durch die Polizei vollständig gesperrt werden, was zu einem Stau von mehreren Kilometern Länge führte. Ich ermahne Sie, wenn noch einmal jemand von Ihnen klatscht oder Schilder hochhält, werden Sie des Saales verwiesen. Wir nehmen bitte zu Protokoll. Der Zuhörer mit dem grünen Pullover in der zweiten Reihe und den etwas bromilierten Haaren und den Seitenkleid genau beschreiben. Platz während der Ausführungen zum ersten 20. Urteil. Die neben ihm sitzende Zuhörerin, bekleidet mit einem schwarz-weißen Pullover und einem weinroten Schal. Das zählt hier nicht. Und einem Stirnband mit ähnlichen Kopfschmuck. Ich kann es von ihr nicht genauer erkennen. Korrigieren Sie mich, wenn das eine bestimmte Bezeichnung hat. Conny. Dann ist das der Pony, der bei uns mit dem Stirnband. Das Stirnband nehmen wir raus. Und einem gerade geschnittenen Pony. Ich muss leider immer eine genaue Beschreibung abgeben. Hat ebenfalls geklatscht während der Ausführungen zum erstinstanzlichen Urteil. Beide werden ermahnt, dies zu unterlassen. Während der Ermahnung Prinz, der Zuhörer mit dem grünen Pullover, die vor ihm sitzende Zuhörerin, in der Schule, ne? Es kommt ein Kurve, drei bei den Zuhörern. Mit dem weißen Spitzenkragen lacht. Und wird ermahnt, während der Ausführungen zu lachen. Sie äußert dabei, Lachen ist verboten. Und lacht erneut. Die Person, die zuvor den grünen Pullover trug und nunmehr in einem blauen T-Shirt zuschaut, sie sind echt alle ein bisschen aber das bitte nicht in der Gerichtsverhandlung. Das ist ungewöhnliches Verhalten. Kommentiert die Ausführung der Vorsitzenden den gesamten Zeitraum über mit Lachen und wird erneut ermahnt, dies zu unterlassen. Und ich ermahne die Zuhörer, sitzen zu bleiben. Letzte Ermahnung, sonst fliegen sie raus. Ich werde Sie des Saales verweisen und Sie werden unten, es wird ordnungshaft, wenn Sie das nochmal wiederholen, ordnungshaft verhängt werden, das heißt, Sie werden bis zum Ende der Sitzung in die Wahrgangs zerlegt werden. Das ist in Ihrer Hand. Wir nehmen weiter zu Protokoll. Sie neben dir sitzende Zuhörerin. Es ist nicht mein Gesetz, die Strafprozessordnung. Aber das ist ja auch im GVG drin, glaube ich. Mit dem weißen Spitzenkragen kommentiert sie diese Ausführungen mit einem nach unten gerichteten Daumen. Und wird ermahnt, dies zu unterlassen. Ich ermahne sie hiermit. Auch hier wird die Verhängung von Ordnungsmitteln angedroht für den Wiederholungsfall. Das ist folgender Kammerbeschluss. Die Zuhörerin ist, da sie von der Vorsitzenden zur Aufrechterhaltung der Ordnung betroffenen Anordnung nicht Folge geleistet hat, aus dem Sitzungssaal zu entfernen.
Sie ist ferner vor Ordnungshaft abzuführen und bis zum Ende der heutigen Sitzung in der Haftzelle festzuhalten. Gründe, sie hat sich in der heutigen Hauptverhandlung eines Ruhmordens schuldig gemacht, wenn Sie das auch sehen, haben Sie das auch EVG, was sie gerade bestätigt durch ihr Verhalten. Sie hat auf mehrfache, auch nachdrückliche Aufforderung der Vorsitzenden und trotz Belehrung über die rechtlichen Folgen ihre störenden Zwischenrufe der Personalien des Zuhörers, der ganz links vorne sitzt, fest. Sie sind gemeint. Nee, Sie. So, warte mal, wenn man das einmal drin aufpasst. Ja, Personalien heißt ja immer, dass man daherkommt. Also ich möchte bitte Ihre Personalien festgestellt haben. Genau, warum? Wir stellen bitte die Personalien fest, da auch gegen Sie. Ich drohe Ihnen jetzt an für den Wiederholungsfall, dass auch Sie aus dem Sitzungssaal entfernt werden, weil auch Sie die Sitzung durch laute Unmutrufe hier dauerhaft stören. Ich ermahne Sie ein letztes Mal. Das haben wir ja schon gesagt. Ich ermahne Sie ein letztes Mal, es wird hier nicht diskutiert. Wenn Sie nicht Klappe halten und da hinten ruhig sitzen bleiben, werden Sie auch aus dem Saal entfernt. Und die Aufwandung ist ungestört durchzuführen. Und das gilt jetzt für jeden Einzelnen, der da hinten sitzt. Und damit kommt noch irgendetwas Störendes aus dem Zuhörerraum. Und wir können die Verhandlung nicht durchführen. Die eigentlich die Angeklagten verdient hätten, einen ordnungsgemäßen Prozess. Läuft aber nicht. Vor allem das Stellen von Anträgen hätten wir meiner Meinung nach verdient. Und ich begründe das bei jedem Einzelnen durch. Jeder Einzelne, der bisher gestört hat, wird ermahnt. Kann den Prozess einführen? So, die Dame da hinten, von der gerade diese Äußerung kam, bekommt nochmal eine gesonderte Ermahnung als allerletzte Aufforderung. Sächsisch-Polnischer Kammerbeschluss, die Zuhörerin ist, da sie die von der Vorsitzenden zur Aufrechterhaltung der Ordnung getroffenen Anordnungen voll geleistet hat, auf den Sitzungssaal zu entfernen. Sie ist dann zur Ordnungshaft abzuführen und bis zum Ende der heutigen Sitzung in der Haftzelle festzuhalten. Gründe, sie hat sich in der heutigen Hauptverhandlung eines Unordnungs schuldig gemacht, § 177 BVG. Sie hat auf mehrfache, auch nachdrückliche Aufforderung der Vorsitzenden und Vorstellung über die rechtlichen Folgen ihre störenden Zwischenrufe wiederholtes Hochhalten eines Schildes mit Flop und Klatschen für bekanntes Essen trotz Aufforderung. Und sie hat jedenfalls durch dauernde Zwischenrufe und Unmutsäußerungen immer wieder die Verhandlungen unterlassen. So, das ist ein ordnungsgemäßer Ablauf der Verhandlung ohne die Vollstreckung der Ordnungshaft für die Dauer der heutigen Sitzung. Wenig überraschend ging die Richterin Bock-Hamel auch in dem anderen Prozess hart gegen das Publikum vor. Es wird festgestellt, dass aus dem Zuhörersaal sind auch. Bitte? Sind Frau. Eine Person, die auf die Frage, ob sie Frau. Etwas Unverständliches vor sich hin. Nicht korrekt. Beziehungsweise die Frage nicht korrekt beantwortet. Und deren Personalien bitte festgestellt werden, mit einem ockerfarbenen Pullover, die Ausführung der Vorsitzenden mit Lachen quittiert. Ich ermahne Sie, sollten Sie weiter stören, durch Lachen oder Unmutsäußerungen können Ordnungsmaßnahmen gegen Sie verhängt werden. Die Vorsitzende spricht eine Ermahnung aus. Und jetzt kühlen wir uns mal ein bisschen ab und unterbrechen für 5 Minuten. Das Publikum lacht, weil es auch das schon kennt als typischen Bock-Hamel. Immer ein bisschen draufhauen und dann erstmal für ein paar Minuten in den Nebenraum fliehen. Sitz unterbrochen auf keinem Wort. Zwei Beschlüsse. Der Zuhörer. Da er den von der Vorsitzenden zur Aufrechterhaltung der Ordnung getroffenen Anordnung nicht Folge geleistet hat, aus dem Sitzungssaal zu entfernen. Er ist ferner zur Ordnungshaft abzuführen und bis zum Ende der heutigen Sitzung in der Haftzelle festzuhalten. Das natürlich gilt auch dann, wenn er wieder erscheint. Gründe, er hat sich in der heutigen Hauptverhandlung eines Ungehorsams schuldig gemacht, § 177 GVG. Er hat auch auf mehrfache nachdrückliche Aufforderung der Vorsitzenden, dass die Hauptverhandlung andauernd störende Verhalten, laute Unmutsbekundung, störende, laute Zwischenbesprechungen mit dem Angeklagten, lautes Gelächter, abfällige Gesten, fortwährende, laute Zwischenrufe und Zwischenfragen
jeweils das zu unterlassen und trotz Belehrung für die rechtlichen Folgen weitere störende entsprechende Handlungen nicht unterlassen und deutlich gemacht, dass es ihm durch seine Anwesenheit ausschließlich darum ging, die Verhandlung zu stören. Dieses provokative Verhalten des Zuhörers stellt einen nachhaltigen Ungehorsam dar, der neben der Entfernung aus dem Sitzungssaal die Anordnung von Ordnungshaft für die Dauer der heutigen Sitzung erfordert. Die Ordnungshaft ist sofort zu vollstrecken. Der Beschluss wird als Anlage zum Protokoll genommen und das ergibt der weitere Beschluss der Zuhörerin ist, da sie den von der Vorsitzenden zur Aufrechterhaltung der Ordnung getroffenen Anordnungen nicht Folge geleistet hat, aus dem Sitzungssaal zu entfernen. Sie ist ferner zur Ordnungshaft abzuführen und bis zum Ende der heutigen Sitzung in der Hauptzelle festzuhalten. Das gilt auch dann, wenn sie wieder erscheinen sollte. Ich sehe sie hier gerade nicht. Ich bin hier. Ach, da ist sie ja, Frau Stauffenberg. Sie hat sich in der heutigen Aufmerksamkeit eines Unhorsams schuldig gemacht. Genau, das ist der andere Pulli. Dasselbe Spiel wie letztes Mal. Ein bisschen Bäumchen wechsel ich. Also mit der Hand? Ich will nur eben den Beschluss nochmal fertig verkünden. Paragraf 177 GVG. Sie hat auch mehrfache nachdrückliche Aufforderung der Vorsitzenden, dass die Hauptverhandlung andauernd störende Verhalten, laute Unmutbekundungen, lautes Lachen, störende, laute Zwischenrufe, abfällige Gesten, fortwährende laute Zwischenrufe und Zwischenfragen, hat sie die entsprechenden Handlungen nicht unterlassen und deutlich gemacht, dass es ihr durch ihre Anwesenheit ausschließlich darum ging, die Verhandlung zu stören. Dieses provokative Verhalten der Zuhörerin stellt einen nachhaltigen Ungehorsam dar, der neben der Entfernung aus dem Sitzungssaal die Anordnung von Ordnungshaft für die Dauer der heutigen Sitzung erfordert. Die Ordnungshaft ist sofort zu vollstrecken. Das ständige Notieren kleinster Vergehen oder Verhaltensweisen diente ohne Frage immer der Ermahnung und dann der Verhängung von Ordnungsstrafen, sowohl gegen Angeklagte wie auch gegen Publikum. Aber es war insgesamt auch bemerkenswert, welchen Kleinscheiß die Richterin Bock-Hamel ständig im Protokoll notieren ließ, während sie Anträge der Angeklagten auf Protokollierung ja stets zurückwies. Das Protokoll war am Ende voll von solchen Bemerkungen über kleinste Vorgänge aus dem Gerichtssaal, aber es verschwieg die Antragstellungen und alle möglichen Versuche der Angeklagten, sich im Gericht zur Wehr zu setzen. Wir nehmen bitte das Protokoll. Herr, auf Ihr Kübelchen den Zeugen und wird ermahnt, dies zu hinterlassen. Antwortet Herr mit einem fast singenden Okay. Wir nehmen zum Protokoll, dass die Zuhörerin, die zuvor einen weinen roten Pullover getragen hat, nunmehr die Haare nach hinten gebunden hat und ein blaues Jeanshemd trägt. Dann noch zwei Besonderheiten, jeweils eine aus den beiden Prozessen. Im zweiten Prozess versuchte das Gericht, den Anklagevorwurf zu erweitern und verweigerte dann dem Angeklagten das daraus resultierende Recht. Dem Angeklagten wird zunächst nach § 265 StPO der rechtliche Hinweis erteilt, dass auch eine Verurteilung wegen Beleidigung gemäß § 185 StGB in Tateinheit mit übler Nachrede gemäß § 186 StGB in Betracht kommt. § 186 StGB wird verlesen. Übel nachrede, wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn er nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Hintergrund des rechtlichen Hinweises wird erörtert. Dazu die Anmerkung, wenn eine, auch in Richtung Staatsanwaltschaft, wenn eine einheitliche Kundgebung, das ist alles die vorläufige Bewertung oder eine vorläufige Einschätzung oder eine vorläufige
Ausführung zu diesem rechtlichen Hinweis, das kann sich alles durch die Beweisaufnahme noch ändern, aber derzeit nach Aktenlage ist das eben so einzuschätzen, dass eine einheitliche Kundgebung, die die Behauptung ehrenrühriger Tatsachen und zugleich davon eine davon verschiedene formale Beleidigung vorgelegen haben könnten, oder man das hier so sehen könnte, dass eine möglicherweise beleidigende, ob die Äußerung, ey Alter, eine Beleidigung ist, ist nicht, durchaus nicht unzweifelhaft. Das ist durchaus zu würdigen. Es kommt auf die Gesamtsituation an. Rechtsprechung ist da durchaus ambivalent hinsichtlich Äußerungen, die im allgemeinen Sprachgebrauch schon so verwandt werden, ohne dass sie unbedingt beleidigenden Charakter immer haben. Dazu gehört Alter sicherlich. Es kommt aber auf den Zusammenhang insgesamt an, auf die Gesamtumstände. Dazu müssen wir Herrn Gazi und den anderen Zeugen hören und dazu müssen wir uns auch den Angeklagten anhören. Wir werden dann als Kammer zu entscheiden haben, ob die Äußerung, ey Alter, hier beleidigenden Charakter hatte. Aber der rechtliche Hinweis geht eben in eine andere Richtung, und zwar in die Äußerungen, die, wenn sie denn so gefallen sind, das Amtsgericht auch festgestellt hat, das macht die, jetzt so sinngemäß, das macht die Polizei immer, also die verschwören sich immer, gleich holen sie mich hier raus, guckt euch das an, die lügen immer, Polizei lügt immer, das könnte eine Tat einheitlich oder eben auch nur, wenn man in Alter keine Beleidigung sehen würde, üble Nachrede nach § 186 sein, nämlich eine Kundgebung nach dem Willen, wenn es denn hier so zu werten wäre, was wir noch nicht wissen, nach dem Willen eines Täters, allgemein gesagt, die sowohl Dritten als auch einem Beleidigten gegenüber selbst zugeben soll. Da ist dann tateinheitlich, wenn denn in Alter eine Beleidigung liegen sollte, tateinheitlich. Ja. Ich gebe sämtlichen Beteiligten die Gelegenheit zur Stellungnahme. Möchten Sie dazu eine Stellungnahme abgeben, Herr Bergstedt? Also, wenn es zu dieser Ausdehnung des Anklagevorwurfs kommt, mache ich von meinem Recht Gebrauch nach der Strafprozessordnung, die auch im Landgerichtsbezirk Braunschweig gilt, auch wenn Sie das nicht glauben, die Verhandlung auszusetzen. Vielleicht lesen Sie dann. Beantragt eine Aussetzung. Sie haben dann Zeit, mal die SDPO zu lesen, das würde helfen. So, ich unterbreche mal für 5 Minuten. Wir holen mal eine SDPO, damit ich dem Angeklagten mal was vorlesen kann. Das Gericht verschwand und kehrte erst nach einer ziemlich langen Zeit wieder. Hatte Bockhamel wirklich nach einem solchen Paragraphen gesucht? Nun, sie wird ihn nicht gefunden haben, denn es gab ihn nicht. Und das war nach der Pause dann auch sichtbar, weil sie nicht, wie angekündigt, dem Angeklagten etwas vorlas. Es gab nichts vorzulesen, der Angeklagte hatte recht. Dann ging es wieder weiter. Im Übrigen jedes Mal damit, dass ein Teil des Publikums aufstand, wenn das Gericht in den Saal ging. Dafür gibt es gar keine Rechtsgrundlage, aber der Hintergrund war, dass, um die Zahl des Publikums zu verringern, etliche Stühle an Justizangestellte oder Angehörige vergeben waren, die dort gelangweilt herumsaßen, um dem Publikum Plätze wegzunehmen. Es gab nämlich nur recht wenig Sitzplätze und so konnte das aufmüpfige Publikum überwiegend draußen gehalten werden. Haben Sie einen Antrag auf Aussetzung im Protokoll? Den habe ich noch nicht gestellt. Beschlossen und verkündet, es ergeht eigentlich im Beschluss, der Antrag auf Aussetzung wird abgelehnt. Voraussetzung des Aussetzungsanspruchs ist eine Veränderung der Rechtslage infolge Hervortretens neuer Tatsachen oder neuer tatsächlicher Verhältnisse. Ich wollte Ihnen eigentlich erst entsprechen. Ja, das wäre auch besser, wenn Sie das jetzt tun. Das wird sein Grund haben. Sie können Sie dann selber nachlesen. Es wird ein Grund haben, wenn Sie es nicht tun. Nicht der Anklageschrift im Eröffnungsbeschluss oder einer früheren Verhandlung entnehmen konnte, hier hat sich der Sachverhalt nicht geändert. Nicht, wenn das Tatgericht aus dem unverändert gegebenen Tatsachenmaterial oder Sachverhalt lediglich andere Schlussfolgerungen zieht oder Feststellungen trifft. Derart neu hervorgetretene Umstände, die eine Aussetzung rechtfertigen würden, liegen hier nicht vor. Der Beschluss wird als Anlage zum Protokoll genommen. Zur Erklärung, wenn der Sachverhalt, der in der Anklageschrift und hier ja auch im erstinstanzlichen Urteil hier geschrieben ist, bleibt
und ein Gericht daraus andere rechtliche Schlussfolgerungen zieht, ohne dass, wie gesagt, Tatsachen neu hinzukommen, dann liegt nicht eine Lage vor, die nach 265 oder nach dem Hinweis nach 265 dann eine Aussetzung rechtfertigt. Wir machen dann weiter. Ich empfehle das und Herr Bergstedt, das gelogen wird. Wir erinnern uns. Vor der Pause hatte die Richterin noch groß angekündigt, jetzt dem Angeklagten mal einen Paragraphen vorlesen zu wollen. Nach der Pause hatte sie sich umentschieden. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Offensichtlich hat sie mal in den Paragraphen reingeguckt und festgestellt, der Angeklagte hat recht, sie hat die StPO nicht richtig gekannt. Natürlich hätte sie aussetzen müssen, wenn der Anklagevorwurf verändert wird. Das steht sehr eindeutig im Paragraph 265. Allerdings liest sie den jetzt nicht nur nicht vor, sondern fällt gleich einen Beschluss zu einem Aussetzungsantrag, den der Angeklagte ja nie gestellt hat. Das war völlig eindeutig. Und lustigerweise merkt die Richterin das auch dann nach ein bisschen Geplänkel noch selber, nämlich dass zum Beispiel der Staatsanwaltschaft noch nicht mal Stellung genommen hat. Aber der hält natürlich zusammen mit dem rechtsbeugenden Gericht. Achso, wollte die Staatsanwaltschaft noch eine Stellungnahme abgeben? Ich sage ja, Sie haben den Beschluss noch nie gefällt. Hatte rechtliches Gehör. Sie hatten rechtliches Gehör. Das ist gelogen. Das ist auch gelogen. Und möchte aber keine Stellungnahme abgeben. Der Angeklagte nutzte die Pause, um dem Publikum die Rechtslage zu diesem Punkt zu erläutern. Am Ende verlas er den Paragraphen, auf den er sich gestützt hatte mit seinem Aussetzungsantrag. Währenddessen kam die Richterin wieder in den Saal. Also, wer hat es nochmal nachlesen will, 265? Ich könnte es noch in der Zwischenzeit vorlesen. Ja, ja. Also, das ist ja schon auch geil, ne? Also, sie sagt, ich hole meine StPO, um ihm mal was vorzulesen, dann tut sie es nicht. Also, sie hat ziemlich abgefahren, ne? Der Angeklagte darf nicht aufgrund eines anderen als des in der gerichtlich zugelassenen Anklage angeführten Strafgesetzes verurteilt werden. Ohne dass er zuvor auf die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes besonders hingewiesen und ihm Gelegenheit zur Verteidigung gegeben worden ist. Ebenso ist zu erfahren, wenn sich erst in der Behandlung vom Strafgesetz besonders vorgesehene Umstände ergeben, welche die Strafbarkeit erhöhen. Oder die Anordnung einer Maßnahme oder die Verhängung einer Nebenstrafe oder die Erfolge der Kerne. Und jetzt kommt noch eine andere Sache. Bestreitet der Angeklagte unter der Behauptung, auf die Verteidigung nicht genügend vorbereitet zu sein, nur die hervorgetretenen Umstände, welche die Anwendung eines schweren Strafgesetzes gegen den Angeklagten zulassen, als das in der gerichtlich zugelassenen Anklage angeführten, oder die zu den im Absatz 2.1 so ist auf seinen Antrag die Hauptverhandlung auszusetzen. Das hat sie jetzt nicht eine konkrete Ermahnung. Ist auch besser so. Im ersten Prozess fiel hingegen ein sehr unterschiedlicher Umgang mit den Zeugis auf. Obwohl die dann ja gar nicht gehört wurden. Sehr lange beschäftigte sich das Gericht mit einer Zeugin, die selbst bei der Aktion dabei war. Die Art, wie dabei vorgegangen wurde, enthielt bereits einige erstaunliche Punkte. So zeigt sich im Verlauf sehr deutlich, dass das Gericht eigentlich die Zeugin bestrafen möchte, souffliert dem Staatsanwalt aber diesen Antrag und der macht es auch ganz brav. Dann handelt es sich um einen Antrag, bei dem die Angeklagten und die Verteidigung das Recht auf Stellungnahmen haben, aber sie werden gar nicht gefragt. Das Gericht kungelt alles mit der Staatsanwaltschaft aus und geht dann in die Pause, um den Beschluss zu fällen. Die Angeklagten und die Verteidigung haben, wie die ganze Zeit, auch hier nichts zu sagen. Haben wir aufgerufen, Herr Koch? Ja, haben wir. Ja. Frau Müller ist ursprünglich Mitangeklagte und wegen des sie vorgeworfenen Sachverhalts, weil da das Amtsgericht den Einspruch als nicht rechtzeitig behandelt hat und auch der Wiedereinsetzungsantrag verworfen worden ist vom Amtsgericht, ist sie rechtskräftig verurteilt. Und wir stellen fest, dass die Zeugin hier dann Zeugin mit trotz ordnungsgemäßer Ladung ausweislich der Zustellungsurkunde vom 9.9. des letzten Jahres das ist Band Römisch 2 Platzzahl fügen wir noch an. Hier ist es, Band Römisch 2, 142 Akten.
nicht erschienen ist. Sie feststellen, dass um 12:08 getroffen auf die Frage an die Angeklagten und auch an die Zuhörer, ob Frau von einem der Personen heute hier gesehen wurde, kam von keiner Person eine bejahende Antwort. Ich habe mitzuteilen, dass mit anwaltlichem Schriftsatz vom 11.10. des letzten Jahres beim Römisch 2, Blatt 148 der Akten mitgeteilt wurde, dass die Zeugin sich in Costa Rica befindet und den Termin nicht wahrnehmen können. Nähere Gründe wurden in diesem anwaltlichen Schriftsatz nicht mitgeteilt. Weitere Ausführungen oder Anlagen enthielt der Schriftsatz nicht. Ich habe weiter mitzuteilen, dass die Zeugin nach dem Eingang dieses anwaltlichen Schriftsatzes nicht abgeladen wurde. Aufgrund ihrer Pflicht zum Erscheinen und dem Anwalt der Zeugin rein vorsorglich nochmal am vergangenen Donnerstag, sowohl per Fax als auch telefonisch, mitgeteilt worden ist, dass die Zeugin zu erscheinen habe. Und der Anwalt mitgeteilt habe, die Zeugin halte sich weiter in Costa Rica auf. Ich gebe dem Staatsanwalt Gelegenheit zur Stellungnahme. Auch den Angeklagten soll ein Antrag an dieser Stelle gestellt werden. Bislang ist Frau unentschuldigt nicht erschienen, wird ein Antrag auf Verhängung eines Ordnungsgeldes gestellt. Es ist ordnungsgemäß geladen. Genau, also da. Niederlegung in den Briefkasten. Wenn ich das richtig sehe, ergibt sich nicht, seit wann Sie sich da in Costa Rica aufhalten. Nein, der Anwalt hat das mitgeteilt im Oktober mit Schriftsatz vom 11.10.22. Aber verstanden. Die Zustellungsurkunde ergibt eine Ladung. Ich habe sie hier. Und zwar ist auf der Zustellungsurkunde vermerkt die Übergabe in einem zur Wohnung gehörenden Briefkasten eingelegt und zugestellt. Ist damit eine ordnungsgemäße Zustellung. Ja. Über aufgeteilte Zeitpunkte, Zeiträume wissen wir nichts. Wir wissen auch nicht, wie die Zeugin nach Costa Rica gekommen ist. Möglicherweise auf Wegen, die wir alle nicht kennen, vielleicht auch ganz ordnungsgemäß mit dem Flugzeug, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hält sie sich in Costa Rica auf. So die Mitteilung. Ja, genau, vor dem Hintergrund, wie gesagt, ich das Bild starten, davon aus, dass sich die Zeuge unentschuldigt nicht am Termin teilgenommen hat. Ich lege an, hier das übliche Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro ersatzweise drei Tage gehabt. Sie kann ja im Nachgang gegebenenfalls noch weiter nachweisen. Wenn denn ein aktueller Aufenthaltsort zur Zeit hatte, kann man davon ausgehen, dass der Aufenthaltsort entweder in Costa Rica ist oder dort, vielleicht ist sie auch schon wieder zurück, man weiß es nicht, heute ist sie jedenfalls nicht hier, dort ist, wo sie geladen wurde. Wenn denn ein aktueller Aufenthaltsort bestandskräftig, sage ich mal, ermittelt wurde, wäre sie gegebenenfalls auch vorzuführen, wird auch das beantragt. Wir nehmen das Protokoll. Der Staatsanwalt beantragt die Verhängung eines Ordnungsgeldes gegen die Zeugin. Soweit der Umgang mit einer Klimaschützerin als Zeugin. Tatsächlich aber sind sehr viele Zeugis nicht gekommen. Aber die, die den Klimaschützis zugerechnet wird, die muss bluten. Alle anderen, wenn die nicht kommen, das ist völlig okay. Niemand stellt da einen Antrag und es passiert auch nichts. Wobei ich an dieser Stelle bereits mitzuteilen habe, dass der Zeuge PKW mitgeteilt hat heute Morgen, das muss jetzt nicht im Einzelnen ins Protokoll, dass er einen Dienstunfall hatte und aufgrund dessen heute nicht als Zeuge erscheinen kann. Ich habe weiter mitzuteilen, dass der Zeuge KHK
Tumor an der Hand leidet und daher heute als Zeuge nicht erscheinen kann und ein Attest zur Vernehmungsunfähigkeit vorgelegt hat. Es bleiben 7 geladene Zeugen übrig. Noch besser ist das zu sehen, als ganz am Ende des Prozesses die Zeugis nochmal reingerufen werden, um sie zu entlassen. Und da sind nur noch 2 da. Alle anderen sind unentschuldigt verloren gegangen. Aber niemand macht irgendetwas. Das Bemerkenswerteste im Umgang mit der zu den Klimaschützis gezählten Zeugin ist aber etwas anderes. Beide, Staatsanwalt und Richterin, lästern über die Tatsache, dass die Person offensichtlich sich in Costa Rica aufhält und hetzen indirekt dabei über Klimaschutz, indem sie die Person lächerlich machen. Die Staatsanwaltschaft nimmt wirklich auch mit Erstaunen zur Kenntnis, dass ich offensichtlich im osteuropäischen Ausland aufhält und ich darf nicht davon ausgehen, dass sie da klimaneutral hingeht. Vielleicht ist ja gesegelt, man weiß schon, es nicht. Ist ja schon, ein Job ist Sache, man kann segeln, man kann da hin schwimmen, also wissen wir es nicht. Ich habe es nicht so mit Erstaunen. Das ist jetzt sachlich. Sachlich, ja. Das ist jetzt sachlich in der Verhandlung. Ich zur Beratung der Kammer und der Kollege der Staatsanwaltschaft und das weitere fortführen unserer Verhandlung. Bis wann? Bis wann? Der Umgang mit der Zeugin, die Klimaschützerin ist, ist nur ein besonders auffälliges Beispiel, was eigentlich hier hinter diesem Strafprozess steckt. Nämlich ein ideologischer Kampf gegen Menschen, die die Welt lieber retten wollen als Profite und Herrschaft. Das sehe ich ganz genauso, wie sind alle für Klimaschutz. Leider ist es so, dass sie sich damit in so eine bisschen witzige Ecke bringen. Und das finde ich total schade. Aber das müssen sie selber wissen. Wenn sie meine Tochter wären, ich habe eine Tochter in meinem Alter, macht sie nicht zu Vermeldung dann. Die... Bitte zu Protokoll geben, dass Herr Lender gelacht hat. Wären sie meine Tochter, sowas sage ich übrigens den Angeklagten immer. Nicht wären sie meine Tochter, sondern einfach ein Ratschlag von mir, der ernst gemeint ist. Sie können ja damit machen, was Sie wollen. Sie können darüber lachen und können sie wegschmeißen. Dann würde ich sagen, juristisch gesehen, was ich persönlich von Ihren Zielen halte, hat ja hier keine Rolle zu spielen. Ich erlaube mir mal den Hinweis, dass keiner hier im Saal gegen Klimaschutz ist. Aber ich muss es ja juristisch machen, das ist mein Job. Ich würde mich gerne mit Ihnen privat irgendwo mal hinsetzen und mit Ihnen privat sprechen, vielleicht auch meine Ideen mitteilen. Auch das, aber das darf ich hier nicht. Ich muss das außen vor lassen. Und wenn ich meinen Job hier mache und das juristisch bewerte, muss ich Ihnen sagen, dass es juristisch schwierig sein wird, davon runterzukommen. Das ist nur ein Hinweis. Und dass es mir in der Seele wehtun würde. Ich meine das ganz ernst. Sie können das witzig finden oder nicht. Auch Richter meinen Dinge ernst und wollen ernst genommen werden. Sie wollen auch mal authentisch sein. Und es würde mir natürlich wichtig, wenn Sie hier mit Berufungskosten belastet werden, die Sie ganz anders ausgeben. Das ist mein ernst gemeinter Ratschlag an Sie, die Berufung zurückzunehmen und weiter für Ihre Schluss zu kämpfen, aber nicht mit irgendwelchen Aktionen, wo Sie sich gegebenenfalls strafbar machen könnten. Das gibt's nicht. Ich wusste nicht, dass das für Klimaschutz gehört, für Ölzahlungen zu führen. Aber es scheint mir zu sein, hier in Berlin. Reicht diese ideologische Ausrichtung aber als Erklärung dafür, wie sie im Prozess vorgegangen ist, wie arrogant, selbstüberschätzend? Und das sowohl in Richtung der Angeklagten wie auch des Publikums? Hier eine Passage aus der Verhandlung kurz nach dem Rauswurf des Angeklagten im zweiten Prozess. Ich kann aber auch eigentlich direkt das Urteil verlesen. Ich glaube, das macht jetzt auch nicht mehr so einen großen Unterschied. Wir nehmen das Protokoll. Die Personalien erinnern Sie, glaube ich, ne? Meine ich. Können wir bei Ihnen Personalien haben, weil das ist ja alles vorgeschlossen. Alle. Ah, die sind ja. Personalien, was? Die Person mit dem roten T-Shirt. Ich glaube, der liegt noch draußen in dem Kisten. Stört fortwährend, ja. Ruft. Sie können eigentlich gleich das Urteil verkünden. Ich ermahne Sie ein letztes Mal. Das wäre Verfahrenskritik wertvoller, weil
Also auch die Lage des Angeklagten hätte man sich jetzt mit der Nummer die durch das sparen können. Ausweispapier, Personalausweis ist der Name. Ja, ja. Das heißt hier echt, bald sind wir ja Family. Ja, ich glaube, wir werden nicht mehr Family. Die böse Großtante, die alle im Kerker sperrt oder was? Ja, genau, gleich fahre ich auch in den Kerker und dann sind wir Family da unten. Merkbar. Ich beantrage den Herrn von der Sitzung auszuschließen. Ja. Stirbt permanent. Das könnte doch gar keine Sitzung stört. Also wer am meisten die Sitzung stört, ist Bock Hamel. Also das ist so. Hier. Personalien werden festgestellt. Dankeschön. 11.05.29.96. Brauchen wir nicht. Wir können ja die SDPO alle anders auslegen, als wir es dumm ist, nur das ja, und das war ja bei Ihnen damals auch so, das ist echt das, was ich nicht verstanden habe. Sie wussten ja gar nicht, wie wir die Sache sehen, das wissen Sie auch heute. Vielleicht hätten wir viel weniger, vielleicht hätten Sie freigesprochen damals, das ist wirklich so. Das hat mich persönlich so ein bisschen gewundert, dass ich dachte, Sie legen ja Berufung ein, genauso wie Herr Bergstedt, und wissen gar nicht, sie greifen ein Gericht von vornherein an, wo sie gar nicht wissen, ob wir nicht sie vielleicht freigesprochen hätten. Das mag ja sein, dass sie jetzt... Und jetzt haben wir hier eine Verhandlung, wo Herr Bergstedt seine eigene Berufung boykottiert. Ich meine, mir persönlich, das ist ja wurscht. Weil es gibt nun mal Vorschriften und die lauten, das wissen Sie alle selber, es ist schon... Man muss dann halt einfach mal kurz so ein paar Formalien über sich ergehen lassen. Ich würde ja auch gleich am liebsten mit Ihnen quatschen, am liebsten nur den Kaffee trinken gehen und mit Ihnen mich über Klima unterhalten. Das nützt aber nichts. So, jetzt haben wir die Formalien, die müssen wir weiter einhalten. Da will ich jetzt die Vorsitzende macht Ausführungen. Drauf entgegnen. Aber es bringt nichts, weil die Formalien sind da und wenn wir die nicht einhalten, dann kommen wir halt nicht zum Verhandeln. Und wenn wir nicht zum Verhandeln kommen, können wir die Berufung, die Herr Bergstedt ja selber möchte, gar nicht durchführen. Und das finde ich echt. Muss ich echt sagen, egal wie auch immer Sie das sehen, ich bin ja für Sie, ich speichere ja den Kerker auch, klar, kann ich ja nur noch lachen, aber das finde ich so schade. Das finde ich echt schade, dass ich gar nicht dazu komme, mal meine Meinung vielleicht auch zu Herrn Blasis Äußerung oder zu den Verhalten der Polizei zu sagen, weil von Anfang an ja gesagt wird, die ist ja sowieso, das wissen Sie doch gar nicht. Vielleicht haben wir nach Aktenlage und dann auch nachher eine ganz andere Aufgabe. Ich schaff's ja gar nicht. Und Sie haben im Prozess mal das Mal der Angeklagten gesagt, sie sollen ihre Berufung zurückziehen. Aber das sehr teuer für Sie wird. Sie haben vorverurteilt. Und jetzt, ja, das können Sie, das wissen Sie ja. Das haben Sie gesagt, ich saß dabei. Ja, ja, das ist schön, dass Sie das alle so gesehen haben. Sie legen sich auch ein paar Sachen so zurecht, aber es nützt nichts. Wir brauchen, ich bin gar nicht dazu gekommen, ich habe auf die Kosten hingewiesen. Das mache ich bei jedem Angeklagten, bei jedem. Wenn wir das durchführen, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Das ist echt so. Das können Sie mir jetzt abnehmen oder nicht. Ich wünschte nur, Sie würden es mir glauben. Das ist mir eigentlich, ich frage mich selber, warum es mir wichtig ist, dass Sie mir das glauben. Aber in jeder Berufungssache, kommen Sie einfach mal und setzen sich in die an. Egal, wie es aussieht, sage ich, ich will Sie nur darauf hin, dann überlegen Sie sich, ob die Berufung wirklich durchgeführt werden soll. Weil wenn, entstehen für Sie etwas ganz erhebliche Kosten. Und ich würde es mir an Ihrer Stelle gut überlegen, weil tatsächlich, wenn ich nicht einen Freispruch irgendwo am Himmel hängen sehe, finde ich, ist es meine Pflicht, darauf hinzuweisen. Aber irgendwie wollen Sie es nicht bereit, das macht ja auch nicht. Gehen Sie doch dann wieder zu Ihren Fortbildungen, wie man Gerichtsverfahren boykottiert und hängen Sie Frau Bock-Hamel bei Twitter auf und so. Ich meine, wenn Sie so viel Zeit haben, das zu machen, das ist ja schon fast amüsant. Ich finde das echt ganz cool, sowas hatte ich vorher noch nicht. So. Jetzt machen wir die Sitzung weiter und vielleicht kühlen wir uns ein bisschen ab. Oder soll ich Sie auch wieder rausschmeißen? Muss das echt sein? Nee, das muss echt nicht sein. Na eben, dann sagen Sie doch einfach mal leise. Lassen Sie uns doch einfach mal die Zeugen jetzt machen, sonst komme ich doch gar nicht dazu, das mal zu bewerten, ob ich das auch so sehe. Man hätte ja auch mal die Formalien... Wenn Sie jetzt nicht gut sind, schmeiße ich Sie raus. Ja, ich weiß. Ich schmeiße Sie raus. Schmeißen Sie mich doch raus. Wollen Sie das jetzt wirklich? Dann sind Sie hier und das ist doch so doof. Das ist doof, was Sie hören nicht auf, was die letzten zwei Stunden hier passiert ist.
also man, natürlich muss man sich an manche Formalien halten. So, stopp jetzt! Die Ladung der Verteidigung. Du rufst jetzt meine, Herrn Blasi rein und Herr, wenn Sie nicht Ihren Mund halten. Wenn Sie dann, nicht Ihren Mund halten, dann kommen Sie in den Kerker. Ja, ist klar, aber... So. Warum durfte der Angeklagte den Antrag nicht stellen? So. Weil... Wir sind ja nicht bei RTL. Herr Blasi. Wir sind aber hier auch nicht, also wir sind aber ja nicht so, vor Gericht. Herr Blasi, Sie bleiben bitte nochmal draußen, ich muss jetzt irgendwie doch nochmal. Also ich bin auf geordnete Verhandlung, weil es noch nicht so ganz wirklich für Unterbrechung. Die Überheblichkeit von Bock Hamel ist bemerkenswert. Vor allen Dingen angesichts dessen, dass sie sich in der StPO ja augenscheinlich wirklich nicht auskennt. Der Angeklagte nutzte eine Pause, um dem Publikum noch ein anderes Erklärungsmodell zu präsentieren. Ich hatte das ja schon gesagt, also so ein Verhalten ist typisch für den Genuss von Kokain. Das ist Kokaingenuss unter Richterinnen sehr verbreitete Droge, führt zu erheblicher, also zu enormer Überheblichkeit und Selbstüberschätzung. Wenn man in seinem eigenen Film ist, dass man alles total toll beherrscht und sowas. Trotzdem oder deswegen, ihr berufliches Umfeld scheint die Richterin Bock Hamel mit dieser arroganten Weise stark zu beeindrucken. Frau Bock Hamel ist, Sie dürfen nicht auf Zeit, sondern das ist die verständnisvollste Richterin. Die werden Trinker. Also es gibt vielleicht noch, aber es gibt, also die Protokollkräfte wissen das. Frau Bock Hamel ist eine sehr verständliche Frau, mit der man sehr vernünftig reden kann und sie wirklich auch schon von anderen und verschiedenen Verfahren sehr gut funktionieren kann. Das war halt leider bei den Müttern nicht gut. Gefördert wird das alles dadurch, dass eine solche Person erlebt, wie alle sich ihr gegenüber unterwürfig verhalten. Damit fühlt sie sich bestätigt und glaubt dann erst recht, ganz toll zu sein. Auch das erklärt der Angeklagte dem Publikum in einer Pause. Und so funktionieren halt hierarchische Systeme. Dass es lauter Untergebene gibt, die alle wie Rädchen im System vor sich hin arbeiten und keiner selber denkt. Und deshalb wirkt es so, als wären sich alle einig. Es liegt aber nur daran, dass sie wie die Borg alle gedanklich an der Leitung der Vorsitzende hängt, nicht weil sie so schlau ist, sondern weil sie oben steht oder schwimmt. Oder denken, aber dann schweigen. Das könnte auch sein. Dass den Staatsanwalt völlig klar ist. Natürlich ist ihm das klar. Der hat das ja mal studiert, auch wenn er das mal vergessen hat. Aber natürlich ist ihm völlig klar, dass die Rechtsfolgen nicht aneinander waren. Die Mensch damit lebt. Ja, doch, klar. Das ist ja, aber das kennen wir ja auch aus der Geschichte, das ist noch viel schlimmer alles gewesen, dass sich Menschen an die Brutalität ihres Lebensalltags gewöhnen und das irgendwann mal nicht mehr reflektieren. Verurteilt dann Leute, also ich will das jetzt wirklich nicht vergleichen, aber du stehst irgendwann an der Selektionsrampe und machst das. Und da stellst du dir auch die Frage, wie kommt man damit leben? Ja, die machen das. Und irgendwann machst du das schematisch vor dich hin. Du bist Rädchen im System, das sind keine Arschlöcher. Vielleicht kann man, wenn das mein Nachbar wäre, vielleicht könnte ich mit dem ganz gut auskommen. Aber hier ist ein Rädchen im System, er funktioniert einfach nur. Beide Prozesse gingen ohne Urteil zu Ende. Der erste, weil die Richterin angesichts fehlender Angeklagter und fehlender Zeugis das Gerichtsverfahren nicht mehr weiter durchführen wollte und es auf unbestimmte Zeit unterbrach. Erstens, die Hauptverhandlung wird ausgesetzt. Zweitens, neuer Termin von Amts wegen. Drittens, es soll versucht werden, den Aufenthalt der Zeugin zu ermitteln und die Zeugin zu erreichen. Viertens, es soll versucht werden, die Zeugin zum nächsten Termin vorzuführen. Endgültiger dann das Ende im zweiten Prozess. Doch leider gelang es nach der Mittagspause nicht mehr, das Aufnahmegerät mit in den Gerichtssaal zu bringen. Damit verpassen wir in dieser Dokumentation das interessante Ende. Denn das Gericht kam nach der Mittagspause in den Saal und fing an, mit der Staatsanwaltschaft zu debattieren, ob sie den Prozess überhaupt weitermachen wollten. Und ihr Argument war, dass der Angeklagte diesen Prozess als politische Bühne missbrauchen würde und sie dazu keine Lust hätten. Das zeigt sehr eindeutig, dass eine offensive Prozessführung genau den Effekt erzielt, den es erzielen soll. Nämlich, dass man entweder den Gerichtssaal zu einer politischen Bühne macht und das staatliche Handeln hinterfragt, oder dass die Gerichte dann keine Lust mehr darauf haben und Verfahren einstellen. So kam es.
Da der Angeklagte einer Einstellung zustimmen musste in diesem Verfahrensstadium, wurde er nochmal hervorgeholt aus seinem Kerker und ihm wurde gesagt, dass das Verfahren eingestellt werden sollte. Er stimmte zu und gab noch einmal eine Erklärung ab, dass dieses Verfahren wirklich völlig überflüssig sei und die alberne Wolfsburger Polizei allzu schnell eingeschnappt ist und sich wohl nach ihren ruhigen Zeiten ohne politischen Protest zurücksehen würde. Ansonsten gäbe es aber andere Auseinandersetzungen, die wichtiger wären. Und so war der ganze Spuk nach einem völlig überflüssig aggressiven Tag einfach zu Ende. Doch Bockhamel wäre nicht Bockhamel, wenn sie nicht auch nach dem Ende der jeweiligen Verhandlung noch eine Absurdität zu bieten hätte. In beiden Fällen erlaubte sie den Angeklagten nach Ende der Verhandlung, also einmal nach der Aussetzung und einmal nach der endgültigen Einstellung, dass sie ihre Anträge stellen sollen. Wie das strafprozessual zu erklären ist, wusste in dem Moment dann auch niemand. Aber im ersten Fall stellten die Angeklagten tatsächlich ihre Anträge, die sie vorbereitet hatten, und zwar eben nachdem das Verfahren ausgesetzt wurde. Und im zweiten Fall verzichtete der Angeklagte. Für diesen zweiten Fall gibt es ja keine Audioaufnahme, für den ersten aber schon. Wollen Sie jetzt zu diesem Zeitpunkt Anträge stellen? Also wir haben die Hauptverhandlung ausgesetzt. Sollen Anträge, Gesuche für Herrn eingereicht werden? Ja, es gibt Anträge, die noch nicht gehört wurden. Gut, die können Sie dann jetzt einreichen, aber die Hauptverhandlung ist ausgesetzt. Da wird dann im Zweifel jetzt in der Zeit darüber entschieden werden. Ich weiß nur nicht, wie Sie es handhaben wollen, wenn die Hauptverhandlung jetzt ausgesetzt wurde, ob die Anträge, ich weiß ja nicht, um was für Anträge jetzt handelt, ob die Sinn machen, ob Sie die alle so stellen wollen, können Sie gerne tun. Dann würden wir das jetzt entgegennehmen. Oder ob Sie im Hinblick auf die Aussetzung irgendwelche Anträge nicht mehr brauchen, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Dann halten wir fest, die Verhandlung muss ausgesetzt werden, damit prozessuale Rechte wahrgenommen werden können. Spannend. Es wurden dann noch eine Weile Anträge vorgelesen und dann war es wirklich vorbei. Der zweite Prozess ja sowieso und endgültig. Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Aber eines wissen wir schon. Bockhamel macht den gleichen Fehler wie im ersten Film der Herr Witzel. In Arroganz und Selbstüberschätzung stellte die Justiz eine Anzeige gegen einen der Angeklagten wegen dessen vermeintlicher Formulierung elendige Rechtsbeugerin. Das wird ein interessantes Verfahren, denn in diesem Verfahren wird nachzuweisen sein, dass die Aussage schlicht stimmt. Und dann ist es auch keine Beleidigung. Bockhamel wird erleben, wie es ist, auf dem Zeuginnenstuhl zu sitzen, vor den Angeklagten befragt zu werden und diesmal nicht einfach nach Willkür die rauszuschmeißen, die sich ihr nicht unterwerfen. Sie glaubt, sich durchsetzen zu können mit der Allmacht in der Robe und ihre Kritikerinnen oder die Ungehorsamen jetzt auch noch in den Knast zu bringen. Mal sehen, wie stark sie sich irrt. Eine Frage bleibt doch. Wird uns die Richterin Bockhamel jemals offenbaren, an welcher Uni, in welchem Land oder auf welchem Planeten sie dieses Rechtswissen erlernt hat?